Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl die Wetterbedingungen das ja nicht gerade nahegelegt haben, sich heute hierhin auf den Weg zu machen, um über Akademisierung und Vor- und Nachteile der Akademisierung zu reden. Vorab vielleicht noch kurz zwei Dinge. Laura Gersch, Vertreterin vom Wissenschaftsrat, wird heute leider nicht auf dem Podium sitzen, weil sie erkrankt ist. Der heutige Abend ist der Auftakt zu einer Reihe Berliner Hochschuldebatten, die die Böll-Stiftung schon einmal hatte und die wir jetzt sozusagen wieder aufleben lassen. Ein erster Auftakt sozusagen, um über hochschulpolitische Themen hier auf dem Podium und aber auch mit Ihnen gemeinsam diskutieren zu können. Da können Sie sich auch schon mal darauf einstellen, dass sozusagen nach einer gewissen Zeit hier auf dem Podium dann die Diskussion mit dem Publikum beginnen kann. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und begrüße auch die Personen, die über den Stream im Internet heute Abend dabei sein können und freue mich auf einen schönen Abend. Vielen Dank. Herzlich willkommen nochmal zu der Veranstaltung zum Akademisierungswahn. Mein Name ist Ulrike Plevnia, ich bin vom Focus Magazin, dort seit 19 Jahren unter anderem für Bildung und Familienpolitik zuständig. Ich habe auch studiert, aber wahrscheinlich nicht so lange wie die meisten auf dem Podium. Das Podium möchte ich Ihnen jetzt gerne, nein, nicht so intensiv und so... Nein, keine Kritik. Respekt vor Ihnen. Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt gerne die Podiumsteilnehmer vorstellen und natürlich mit der Dame anfangen. Das ist Frau Dr. Barbara Dorn, die bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände eine Abteilung leitet. Oder besser fangen wir vielleicht an damit, dass sie studiert hat, Geschichte und Germanistik, 1992 promoviert wurde in neuerer Geschichte und jetzt Abteilungsleiterin ist, die Abteilung leitet Bildung und berufliche Bildung. Sie ist außerdem Mitglied im Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung. Bei der BDA verantwortet sie die Abstimmung und Formulierung der Positionen der Wirtschaft zur schulischen, hochschulischen und beruflichen Bildung. Dann darf ich Ihnen vorstellen Kai Gehring von den Grünen, Bundestagsabgeordneter schon seit 2005, hat studiert Sozialwissenschaften und wie ich seine Homepage entnommen habe, ist, Zitat, von der Stadt Essen anerkannter Kinder- und Jugendgruppenleiter. Und ich glaube, er ist über die Landesliste eingezogen und ist jetzt Sprecher für Bildungs- und Hochschulpolitik. Und last not least, Professor Dr. Julian Niederrümelin, der Philosoph, der die Debatte eigentlich jetzt wieder angestoßen hat, die wir heute Abend fortsetzen wollen zum Akademisierungswahn. Er stammt aus München, lehrt seit 2004 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, war in seiner Heimatstadt auch Kulturreferent und, das darf man vielleicht sagen, bundesweit bekannt geworden ist er vor allem in der Zeit, als er in dem Kabinett Schröder der Beauftragte für Medien und Kultur der Bundesregierung war. Also man dürfte kurz auch sagen Kulturstaatsminister. Er ist deswegen, finde ich, auch so interessant für die Debatte, weil er Mitglied der SPD ist und dort
als Mitglied des Parteivorstandes tätig ist oder war, stimmt nicht mehr, dann ist Wikipedia leider, sorry, falsch recherchiert. Okay, sorry, er ist nicht mehr Mitglied des Parteivorstandes. Sind Sie aber noch Vorsitzender der Grundwertekommission, auch nicht mehr? Okay, sorry, also die SPD-Affiliation hat ein bisschen gelitten. Haben Sie beendet? Okay. Er hat in einem Interview am 1. September gewarnt vor dem Akademisierungswahn und hat auch darauf hingewiesen, dass diese extreme Bildungsexpansion und immer höhere Akademisierungsquoten, sprich höhere Studienanfängerzahlen, möglicherweise oder nicht möglicherweise, sondern tatsächlich zu Qualitätsverlusten auch an der Universität führen. Und natürlich hat er aus seiner eigenen Partei dafür ziemlich heftigen Widerspruch geerntet, insbesondere auch von Generalsekretärin Nahles, aber auch von sehr vielen anderen. Und ich finde, wir sollten diese Debatte jetzt vielleicht nochmal gerade mit einigen Eingangsstatements fortsetzen oder beginnen. Und dazu würde ich alle Teilnehmer zunächst mal zu der These, wie viele Studierende braucht das Land, oder der Frage und der These, der Staat sollte da eingreifen, in einem relativ kurzen Statement Stellung zu beziehen. Wie viele Studierende braucht das Land, sollte der Staat da eingreifen? Vielleicht mögen Sie anfangen, Frau Dr. Dorn. Ja, das mache ich gerne. Und ich knüpfe vielleicht mal an das Schlagwort an, das hier die Diskussion so bestimmt. Also wie ich das zum ersten Mal gehört habe, den Akademisierungswahn, da fiel mir der letzte große Wahn ein, das war der Rinderwahnsinn vor einigen Jahren. Und dann sah ich so vor meinem geistigen Auge die jungen Leute wie so eine Stampede, eine Rinderherde, wahnsinnig dem Abgrund entgegengaloppieren, alle an die Hochschule, alle ins Nichts, wo sie keiner braucht, wo sie keiner will. Das schien mir so die Vision von Herrn Niederrümelin zu sein. Ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ und sage, vielleicht haben wir hier den Wahn, die Dinge eher ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Also, jetzt mal positiv gesprochen, aus meiner Sicht, aus Sicht der Arbeitgeber. Wir haben uns zuletzt 2012 und wir sehen das immer noch so deutlich zum Thema Studienquoten geäußert. Wir haben gesagt, eine Studierendenquote deutlich über 45% auf Dauer können wir uns gut vorstellen. Wir haben in der Perspektive, nicht dieses Jahr, vielleicht auch noch nicht im kommenden Jahr, aber dann eben doch deutlich in der Mittelfristperspektive, deutlich rückläufige Jahrgänge. Und wir werden, um das Niveau an Studierenden und vor allen Dingen an Leuten mit einem Studienabschluss in Deutschland zu halten, zwangsläufig größere Anteile der Jugendlichen an den Hochschulen und mit einem Abschluss brauchen, als das noch vor 5 oder 8 Jahren der Fall war. Wir denken, dass sich eine durchaus Studierendenquote in dieser Größenordnung, 40, 45%, 50, was wir dieses Jahr haben, da wird es vielleicht ein bisschen grenzwertig. Wir betrachten sie aber auch noch nicht als Gesetz, dass es dauerhaft so bleibt, als eine gute Basis und sehen uns auf der anderen Seite als Wirtschaft herausgefordert, für die andere Seite auch sehr stark zu sorgen, für einen starken Anteil an jungen Leuten, die eine berufliche Ausbildung wählen. Und wir denken, dass die Berufsausbildung hier auch mit vielem punkten kann, dass sie gleichwertig, wenn auch nicht gleichartig, mit der hochschulischen Bildung dasteht und dass es eine Menge Ansatzpunkte gibt, die ich dann vielleicht später noch mal ein bisschen im Detail vertiefe, weil sie schon zucken, wo man hier auch noch mehr Anreize setzen kann, wo man die Rahmenbedingungen verbessern kann, um die berufliche Bildung dann im Wettlauf um die besten Köpfe neben den Hochschulen auch ganz vorn zu halten. Vielleicht darf ich Professor Niederrümelin bitten, noch mal kurz seine These sehr prägnant zu wiederholen und vielleicht auch kurz zu erzählen,
was Ihnen eigentlich seither widerfahren ist, ob Sie das, Ihre These revidieren würden oder auch, ob des Widerspruchs zu anderen Erkenntnissen gekommen sind oder möglicherweise noch sogar noch bestärkt wurden in Ihrer Skepsis, was die Menge an Studierenden angeht. Also ich bin vom Beruf her Philosoph, kein Bildungsforscher, Bildungspraktiker nur insofern, als ich an den Universitäten lehre und deswegen natürlich auch bestimmte Entwicklungen mitbekomme, auch mitgestaltet habe, Dekan jetzt und so weiter, auch die neuen Studiengänge, Bologna-Prozess und all das, das ist ein bisschen der Hintergrund. Aber in diese eine Geschichte, die Sie jetzt hier zum Thema machen, steht in dem Zusammenhang von Bildungstheorie, Bildungsphilosophie, draußen liegt auch ein Büchlein dazu, Philosophie humaner Bildung. Und mir ist schon seit Jahrzehnten unangenehm aufgefallen, dass der Zusammenhang zwischen Bildungspraxis, Pädagogik auf der einen Seite und Philosophie und Anthropologie, um was geht es uns eigentlich, zunehmend verloren gegangen ist. Die große Bildungsreform, die Deutschland für einige Jahrzehnte zur führenden Bildungsnation der Welt gemacht hat, liegt 200 Jahre zurück, das ist Wilhelm von Humboldt. Die war getragen von einer sehr starken, Vision von Bildung. Und die Vision ist extrem zugegeben, das ist deutscher Idealismus, relativ weit weg von der Herkunft eigentlich meiner Philosophie, die mehr pragmatistisch ist, mehr analytisch ist. Aber immerhin, sie hat eine völlig neue Ausrichtung des Bildungssystems mit sich gebracht und Deutschland am Ende zur technologisch und ökonomischen führenden Industrienation in Europa gemacht. Ganz ausschlaggebend. Und was ich kritisiere schon seit Jahren ist, dass wir mehrere Reformprozesse nebeneinander haben, von denen kein Gesamtkonzept existiert, wie die Teile eigentlich zusammenpassen. Und in dem Kontext geht es auch um diese Frage. Und jetzt nehme ich vorweg, Sie wollten es ja zugespitzt und kurz haben, mache ich sehr kurz und ohne Differenzierung, die eigentlich nötig wäre. Wir haben jetzt seit Jahrzehnten die Propaganda, nenne ich es jetzt mal, Sie haben zugespitzt, spitze ich auch ein bisschen zu, der OECD. Die sagt seit Jahrzehnten, der Bildungserfolg bemisst sich vor allem am Anteil des tertiären Sektors, der Absolventen in diesem Bereich. These Nummer eins, These Nummer zwei, bildungsökonomisch. Das Bruttoinlandprodukt ist direkt korreliert, da Akademiker einen höheren Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten als Nicht-Akademiker. Deswegen steigt das Bruttosozialprodukt mit dem Anteil der Akademiker. Manchmal mit der schamhaften Nebenbemerkung, man weiß nicht, ob es vielleicht Grenzen gibt, ja, dann Fehlallokationen. Das hat die Sozialisten in Frankreich dazu geführt, ein Projekt zu verfolgen, 80% bis zur Jahrtausendwende sollen studiert haben. 80%, sie sind auch schon bei über 70% in Frankreich. Und ich hatte ja vorher gesagt, wo ich sozusagen herkomme, mehr aus der pragmatischen Philosophie. Und manchmal denke ich mir, schauen wir einfach mal auf die Fakten. Ja, schauen wir einfach mal auf die Fakten. Das ist manchmal ganz hilfreich. Wie hoch ist denn die Akademikerquote in den USA? Laut OECD ist die bei 55%. Wer in den USA gelehrt hat, der weiß natürlich, dass das alles Quatsch ist. Bei uns studieren 70% aller, die studieren, an Universitäten, das heißt an Einrichtungen, für die Forschung und Lehre und die Verbindung von beidem geradezu Identitätsmerkmal ist. Wir, Professorinnen und Professoren an Universitäten, machen unsere Karriere, das kann man kritisieren, über Forschungsleistungen. Ich bin seit Jahren, Jahrzehnten dafür eingetreten, dass die Lehre eine größere Rolle spielt. Ich habe auch jetzt vorgeschlagen, so analog zur DFG, eine Akademie für Lehre auch mitzufördern. Das ist auch ein SPD-Projekt ursprünglich gewesen. Wie auch immer. Wie hoch ist die Akademikerquote in den USA? Ja, circa 6%. Circa 6%. Weil ungefähr 6% eines Jahrgangs dort an Einrichtungen studiert, an denen auch geforscht wird. Bei uns 70% aller Studierenden studieren an Einrichtungen, die vor allem über Forschung organisiert sind. Punkt 1. Punkt 2 ist Fakten. Wir haben das duale System. Das duale System gibt es nicht in den USA. Wie kann die OECD Deutschland, der Schweiz und Österreich
in regelmäßigen Abständen seit Jahren, jetzt rudern sie zurück seit kurzem, empfehlen, Akademikerquoten nach französischem oder amerikanischem Muster, Amerika ist ja schon unterm Durchschnitt, zu empfehlen, ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass es bei uns einen anderen, sehr bewährten Weg in die Berufstätigkeit gibt und das ist das duale System. In den USA gibt es ja nur Highschool-Diplom oder Highschool-Dropout, College-Diplom oder College-Dropout. So, was anderes gibt es ja nicht. Und drittens, wir haben in Deutschland einen anderen Weg eingeschlagen. Da hat auch mein früherer Chef einiges dazu, ich bin ja der letzte Agenda-Verteidiger, ja, dazu beigetragen. Wir haben damals gesagt, wir wollen den Industriestandort, das müsste und wird Sie interessieren, den Industriestandort Deutschlands nicht aufgeben. Wir wollen nicht den britischen Weg gehen, mit einem dreimal so hohen Finanzsektor, mit einer Ausrichtung allein auf Dienstleistung. Wir wollen verarbeitendes Gewerbe, wir wollen Kfz, wir wollen all das, ökologisch zum Teil nicht ganz unproblematisch, das wäre eine Debatte, die man hier natürlich auch führen kann und sicher auch geführt wurde. Wir wollen das erhalten. Es ist völlig schleierhaft. Völlig schleierhaft. Kann mir niemand beantworten. Wie mit einem Anteil von vielleicht dann am Ende 25% oder 30% eines Jahrgangs, die nicht akademische Fachkräfte sind, diese besondere Stärke der deutschen Wirtschaft aufrechterhalten werden kann. Das ist mir völlig schleierhaft. Ich habe den Bericht des Bundesinstituts für berufliche Bildung sehr sorgfältig gelesen. Da ist eine Studie zwischen 2010 bis 2030, da heißt es an einer Stelle lapidar, der Zustrom an Akademikern und der Weggang von Akademikern aufgrund des Ausscheidens, altersbedingten Ausscheidens, hat ein Saldo von über 1 Million, das sind natürlich alles Projektionen, weiß man nicht genau, ob so läuft, 1 Million plus. Im Bereich der beruflichen Bildung haben wir ein Saldo von über 4 Millionen innerhalb von 20 Jahren, 2010 bis 2030, minus. Wenn der Trend sich fortsetzt, wie wir gegenwärtig haben. So wie die Prognosen sind. Wie die Prognosen sind. Und dann fragt man sich, na und was machen wir jetzt mit den 4 Millionen? 4 Millionen, die fehlen. Und dann heißt es, es bleibt abzuwarten, inwieweit die Absolventen der BA-Studiengänge diese Lücke füllen. Na gut, wenn das so ist, dann reden wir mal drüber, was für BA-Studiengänge nötig wären an den Universitäten und an den Hochschulen. Hochschulen ist ein Sonderfall, ist besondere Stärke, würde ich sagen. Ich hätte auch mir den Ausbau der Fachhochschulen gewünscht. Um das zu leisten, der Mechatroniker, der in Zukunft ein BA-Studium absolviert. Ich sehe es nicht. Ich sehe nur den amerikanischen Weg. Ich nenne das, um nochmal einen zweiten polemischen Begriff zu verwenden, schon seit Jahren, die Dequalifizierungsoffensive. Das heißt nämlich am Ende kein Fachwissen, keine Fachkenntnisse mehr, sondern irgendwie vage nach dem College-System. Man studiert dies und jenes, aber weiß nichts richtig und kann nichts richtig. Und das ist, glaube ich, ein gigantischer Verlust, den wir in Deutschland hätten. Ich habe jetzt eine Frage noch nicht beantwortet, nämlich wie die Reaktionen sind. Ich hätte mir, also dass da Widerstand gibt, und zwar nicht nur in der SPD, sondern die zwei Hauptwiderständlerinnen waren Andrea Nahles und Frau Wanka, die ich übrigens sehr schätze persönlich. Irina Wanka ganz im Tenor ganz ähnlich, interessanterweise. Das hatte ich so erwartet. Das ist Mainstream. Das wird in der Bildungspolitik halt auch entsprechend übernommen. Das ist Mainstream. Deswegen war es auch für nötig, das deutlich zu sagen, damit mal dieser Mainstream etwas erschüttert wird. Und erfreulich war, dass das gewirkt hat. Das heißt, von den Zuschriften, die ich bekommen habe, waren sehr viele, auch E-Mails und so weiter, waren viel mehr positive, als ich dachte. Und zwar so ein bisschen im Sinne von endlich, ja, setzen wir uns mal mit dieser Thematik auseinander. Insbesondere übrigens aus dem Unternehmerlager, aber nicht nur, auch von der IG Metall oder von den Industrie- und Handelskammern, die sich zu Recht allergrößte Sorgen um die berufliche Bildung machen. Jetzt sollte Herr Gehring antworten. Ich möchte noch mal eine Zahl auch in die Runde werfen, die vielleicht illustriert, auch worüber wir sprechen. Das ist nämlich, wenn ich das richtig
weiß, erstmalig mehr Neueinschreibungen an den Universitäten, an den Hochschulen gab in diesem Jahr 500.000, als neue Ausbildungsverträge geschlossen wurden. Das waren 482.000. Also es gibt derzeit schon mehr Studierende als junge Menschen, die eine Ausbildung anfangen. Und daran anschließend wüsste ich gerne von Ihnen, Herr Gehring, als Grüne, wie sehen Sie denn dann, darüber müssten wir ja später auch noch sprechen, die Frage steht ja noch im Raum, was kann der Staat überhaupt tun, um Fehlanreize zu vermeiden und vielleicht neue Anreize zu setzen? Als Grüner wüsste ich gerne von Ihnen, sollte der Staat denn überhaupt derlei Prozesse steuern? Kann er das? Sind das nicht sowieso ganz individuelle Entscheidungen, die mit Lebensentwürfen und Einstellungen zu tun haben? Herr Gehring. Also ich glaube, wir können einen Konsens schon mal festhalten, dass das US-amerikanische Bildungs- und Hochschulsystem kein Vorbild für Deutschland ist. Ich glaube auch, wir können es als einen Konsens festhalten, dass eine besondere Stärke unseres Bildungssystems, aber auch unserer wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren und Jahrzehnten war, dass wir diese Dualität zwischen beruflicher Ausbildung auf der einen Seite und akademischer Ausbildung auf der anderen Seite haben. Dass ich hier aber die Frage auch besonders spannend finde, wie wir zwischen diesen beiden Stufen dann letztlich auch mehr Durchlässigkeit schaffen. Ich finde aber, dass diese Akademisierungsdebatte auch ein paar Gefahren und Risiken aufweist. Zum einen, finde ich, lenkt diese Akademisierungsdebatte ab vom zentralen Problem unseres Bildungssystems, nämlich, dass wir ein Bildungskastensystem haben, um es zuzuspitzen, wo man sagen kann, auch trotz der letzten PISA-Studie, dass Bildungserfolg wahnsinnig von der sozialen Herkunft abhängt und dass Chancen vererbt werden. Und dass deshalb auch diese Bildungsverliererproblematik, dass wir uns die eigentlich genau angucken müssen und nicht so sehr den Akademisierungswahn. Denn man kann ja gucken, dass Abiturientinnen und Abiturienten, egal ob sie in der beruflichen Bildung oder in der akademischen Bildung beginnen wollen, dann eben deutlich bessere Chancen haben. Und als Hauptschülerin oder Hauptschüler, da wird es schon richtig schwer. Das sieht man, dass die kaum noch einmünden direkt in die berufliche Ausbildung. Da landen über 50% der Hauptschulabsolventinnen und Absolventen erstmal im Übergangssystem, wo sie geparkt werden. Und auf der anderen Seite dann eben die Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, die allerschlechtesten Chancen haben. Und deshalb ist das sozusagen für mich immer die Achillesferse des deutschen Bildungssystems, wo wir ran müssen. Und ich glaube auch, dass der Akademisierungswahn ein Stück weit als Debatte davon ablenkt, dass wir aufgrund der demografischen Schrumpfung und Alterung, allein weil es weniger Kinder und Jugendliche gibt, wir schlichtweg auch die Fachkräfteproblematik haben. Und da muss man auch schauen, welche Fachkräfte werden nachgefragt. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, wie ist die Wirtschaft künftig aufgestellt. Wir wollen ja eine Ökologisierung der Industriegesellschaft und sehen durchaus auch in Dienstleistungen, in modernen Technologien auch Wachstumspotenziale, was Jobs der Zukunft angeht. Aber nicht eine alte, verstaubte Industriepolitik, die letztlich auf Kohlekraft beispielsweise setzt und auf alte Industriejobs, die wird es sicherlich zum Teil auch noch geben, aber sie werden weniger und das ist eine Realität und das ist auch, glaube ich, im Sinne der Energiewende eine gute Realität. Ich glaube aber vor allem auch, dass dieser Akademisierungswahn ein bisschen was Elitäres hat. Denn was heißt das denn für die jungen Menschen? Also letztlich will ich denn als Politiker den jungen Leuten vorschreiben, was sie dann nach der Schule zu machen haben? Wenn man sagt, es gibt einen Akademisierungswahn, den es zu stoppen gäbe, dann muss man ihn ja irgendwie stoppen. Das heißt, die Zugänge zur Hochschule wahrscheinlich wieder verengen. Oder wie soll das sonst gehen? Das wird ja gar nicht anders funktionieren, indem man dann die Exklusivität von Hochschulbildung wieder erhöht. Das heißt aber für mich, dass man dann womöglich noch mehr Arbeiterkinder oder potenzielle Bildungsaufsteiger von einem Studium abschreckt. Und da hat Bildungsexpansion ja nicht funktioniert. Es sind sozusagen mehr an die Hochschule gekommen, ja, rein zahlenmäßig, auch wenn man sich anguckt, anteilsmäßig am Jahrgang gemessen.
aber es sind trotzdem vor allem Doppelakademikerkinder. Und deshalb ist für mich die riesige Herausforderung, sowohl die berufliche Bildung als auch die akademische Bildung für junge Menschen zu öffnen, die schlechtere Chancen haben und die kein Abitur als Abschluss haben. Und deshalb finde ich, müssten wir eigentlich besonders über diese Felder reden und darüber reden, wie wir berufliche Ausbildung wieder deutlich attraktiver gestalten und bei den jungen Menschen dann aber mit Transparenz und Information die unterschiedlichen Wege offenlegen und durch eine anständige Berufsorientierung sagen, guck mal, das kannst du machen, aber nicht als Politik vorschreiben, jetzt haben wir zu viele Akademiker, jetzt macht ihr mal alle eine Ausbildung. Das wäre falsch und das könnte eine Konsequenz Ihrer These sein. Ich würde gerne, wenn ich darf, ganz kurz direkt darauf reagieren, einfach damit keine Missverständnisse entstehen. Also das Erste ist, der Ausdruck ist extrem, der ist im Interview gefallen, da wird man auch ein bisschen gepiesackt, manchmal von Ihren Kolleginnen und Kollegen der und Wahn. Dann spitzt man ein bisschen zu. Der Wahn, der Wahn, der Ausdruck. Ja. Den habe ich nicht geschrieben, sondern den habe ich in einem Interview gesagt. Gut, wenn das irgendwie verwirrt, nehme ich ihn gerne zurück und schwäche ihn ab. Aber es hat ja eine Debatte mit ausgelöst. Sie hatten vorhin begonnen, wo sind wir uns einig, wo sind wir uns nicht einig. Wir sind uns absolut einig darin, dass Bildung inklusiv sein sollte und dass es überhaupt nicht angeht, dass wir, je nachdem wie man zählt, aber 16, 17, 18%, zwischen 15 und 20% praktisch ohne verwertbare, jedenfalls Berufsausbildung haben. Das geht auf keinen Fall. Und so ganz extrem. Berufsausbildung an die 20 und dann 6% Schulabbrecher, also das ist wirklich eine ganz schlimme Situation und das darf auf keinen Fall so bleiben. Trotzdem, Illusionen darf man sich nicht machen. Es gibt zum Beispiel diese wunderbare Antwort, so das allgemeine Wunschkonzert, wir brauchen von allem mehr, wir brauchen viel mehr Akademiker und wir brauchen viel mehr Facharbeiterinnen und Facharbeiter und wir brauchen viel mehr Meister. Naja, also die Demografie ändern wir erstmal nicht, die Jahrgänge werden schmaler. Und insofern, wer zum Beispiel am Ende, wie Hamburg es hat unterdessen, eine Hochschulberechtigung gegen 70, 80% hat und wenn das von den Städten sich ausbreitet, dann bleibt halt pro Jahrgang quantitativ entsprechend wenig übrig, selbst wenn man den problematischen Bereich deutlich verändert. Das sind ganz pragmatische Argumente. Ich finde, da kann man auch nicht dran rumdeuteln. Und da empfehle ich, dass man sich nicht in die Tasche lügt. Und wer also sagt, wie Sie es ja auch sagen, wir brauchen die berufliche Bildung, die muss Bestand haben, vielleicht nicht mit 346 oder wie viele es jetzt sind, Einzelberufen, sondern es genügen vielleicht auch 250 und etwas übersichtlicher und vielleicht mehr Verwissenschaftlichung in diesem Bereich. Dafür spricht manches. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Duale Studium und berufliche Bildung haben wir vielleicht auch noch als Thema, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber dann immer noch stellt sich die Frage, darf die Botschaft sein, und darüber würde ich gerne streiten, darf die Botschaft sein, wer immer kann, wer hinreichend intelligent ist, sollte studieren. Ich habe den Bundesbildungsbericht angeschaut. Da wird zum Beispiel beklagt, dass ein Teil derjenigen, die Hochschulzugangsberechtigung haben und der Teil wächst, nicht ein Studium aufnehmen. Beklagt. Warum eigentlich beklagt? Jetzt gehen wir ein bisschen ins Philosophische. Es geht um Gleichwertigkeit. Wenn man wirklich sagt, es gibt unterschiedliche Wege in dem Beruf und die sind grundsätzlich gleichwertig. Auch das Haptische, das Technische, das Handwerkliche ist keine Sache, die die machen, die nicht schaffen, das andere nicht schaffen, sondern es ist völlig eine gleichwertige Möglichkeit, daraus einen Beruf zu machen. Wenn man das mal ernst nimmt, und interessanterweise ökonomisch bildet sich das zunehmend ab. Ökonomisch bildet sich das interessanterweise entgegen der üblichen Ideologie zunehmend ab, weil die Lebensarbeitseinkommen zwischen Facharbeitern und Akademikern konvergieren, nicht divergieren, sondern konvergieren. Ich kann Ihnen die Studien jederzeit liefern, wenn Sie es mir nicht glauben, mit der Ausnahme des Deutschen Ostens, weil so stark elitäre SED-Politik so niedrige Akademikerquoten hatte von 5 oder 6%, dass die dann lange Zeit einen Nachholbedarf hatten. Im Westen Deutschlands, insbesondere dort, wo die Akademikerquote hoch ist, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und so weiter, dort haben wir diesen Effekt empirisch messbar. Das heißt, wir hätten jetzt die Chance zu sagen,
Nicht jeder, der Hochschulzugangsberechtigung hat, muss auch studieren und ist sonst gescheitert. Und wer im Laufe seines Schulweges dahinter kommt, dass ihn, das ist aber die Botschaft, man redet doch mit den, die Kinder kriegen doch schon Zustände, wenn sie nicht entsprechend ein Abitur erreichen, weil sie das Gefühl haben, sie sind gescheitert. Dieses Gefühl des Scheiterns, wenn ich das nicht schaffe, ja, das, ich meine, ich bin ja immer unabhängig gewesen, ich bin deswegen seit Jahren immer mal angeeckt. Ja. Das macht unterdessen die CDU fast genauso. Ja. Die Unterschiede sind da nur noch ganz gering. Und die Grünen sowieso. Entschuldigung. Also, und da, darum geht es mir ein bisschen, geht es mir um das Ideologische, sozusagen, was ist die Botschaft? Was sagen wir den Leuten? Strengt euch an, dann schafft das Abitur, dann schafft das Studium. Wer sich nicht so anstrengt, naja, in Gottes Namen, der muss dann vielleicht Mechatroniker werden. Diese Botschaft, die gegen die rede ich vor allem an. Und ich glaube, darf ich nur ganz kurz vielleicht, oder ist es so dringend, dass wir Frau Dr. Dorn überspringen sollten? Jetzt? Ganz dringend. Genau, dann finde ich auch, sollten Sie doch jetzt sagen, dann müsste doch die Wirtschaft auch wirklich viel dran setzen, diese Berufe attraktiver darzustellen, für die Berufsausbildung zu werben. Und das geschieht offenbar nicht genügend. Also das möchte ich doch ganz entschieden behaupten, doch. Ich möchte auch mal diese große Koalition, dass die Berufsausbildung muss attraktiver werden, ein bisschen knacken. Ich glaube nicht, dass da das Problem liegt. Die Berufsausbildung ist ein sehr attraktiver Karriereweg. Sie findet auch nach wie vor großen Anklang bei den Jugendlichen. Die Tatsache, dass jetzt mehr Jugendliche zum Abitur gehen und größere Anteile von diesen dann auch den Weg an die Hochschule suchen, sollte nicht so diametral gegen die Berufsbildung ausgespielt werden. Ich möchte mal ein paar Zahlen dagegen setzen. 20% der jungen Leute, die sich um einen Ausbildungsplatz bewerben, haben den Hochschulzugang in der Tasche und ziehen erstmal die Ausbildung vor. 20% der Studienanfänger haben eine Ausbildung absolviert und gehen von da aus weiter an die Hochschule. Was aus meiner Sicht an der gegenwärtigen Diskussion, so fruchtbar sie sein mag, um bestimmte Punkte rauszuarbeiten, gefährlich ist, ist, dass zum einen die hochschulische Schiene ein Stück weit desavouiert wird, als das führt in die falsche Richtung, das lässt sich nachher beruflich nicht verwerten. Das stellt sich bis auf Weiteres so nicht dar. Wir haben eine Akademikerarbeitslosigkeit von 2,7%, das ist praktisch Vollbeschäftigung. Das würde sich vielleicht bei einer Akademikerquote von 60-70%, wie sie hier auch schon an die Wand gemalt wird, völlig anders darstellen. Aber so weit sind wir ja noch nicht und die Dynamik sehen wir auch nicht. Auf der anderen Seite haben wir eine Berufsausbildung, die auch nach wie vor sehr qualifizierte Bewerber anzieht. Aber wir müssen sehen, dass wir da am Ball bleiben. Es ist aber meines Erachtens weniger eine Frage der Attraktivität, also gerade die technisch komplexen Berufe wie Mechatroniker finden nach wie vor großen Anklang. Schwieriger wird es da zum Beispiel schon bei den ernährungstechnischen Berufen oder im Beruf der Hotel- und Gaststättenbereiche. Das ist ja ein ganz, ganz weites Feld. Auch das Handwerk hat Probleme, weil es oft sehr kleine Betriebe sind und diese auch sehr breit gestreut sind, nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem flachen Land und es teilweise da schon einen Mangel an Jugendlichen gibt. Ich denke, was wir in der Berufsbildung in erster Linie darstellen müssen, ist die Angebote ein Stück weit zu differenzieren. Wir müssen starke Jugendliche und auch schwächere Jugendliche zielgruppenspezifischer erreichen und uns vielleicht ein Stück weit von der Vorstellung verabschieden, die, sage ich jetzt mal, im Bereich der Berufsbildungsszene primär von den Gewerkschaften auf der einen Seite und von den Kammerorganisationen auf der anderen Seite auch hochgehalten wird, dass alle Berufsausbildungen ganz gleichwertig aufgestellt sind, dass sie im Prinzip den gleichen Anspruch haben und dass sie auch nur als ganz oder gar nicht absolviert werden können. Wir denken, dass wir ein differenzierteres Feld brauchen, mehr gestufte Ausbildungen, mehr Einstiegsqualifizierungen, um auch von dem, was hier schon erwähnt worden ist, von den Schulabbrechern und von den schwachen Jugendlichen, die bei PISA jetzt auch ganz aktuell
zu einem Prozentsatz von immer noch um die 17% nicht über Stufe 1 hinauskommen, mehr zu erreichen, mehr an Berufsbildung heranführen zu können. Wir beobachten jetzt verbandseitig mit Interesse, dass immer mehr Unternehmen nach spezifischeren Wegen suchen, die richtigen Jugendlichen für ihre Ausbildung zu erreichen und nicht primär nach Schulnoten überhaupt zu entscheiden, wer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, sondern zum Beispiel mit Online-Tests, die zunächst mal jeder absolvieren darf und soll, bevor überhaupt das erste Zeugnis vorgelegt wird, zu schauen, wer hat denn welche manuellen Kompetenzen, wer hat welches räumliches Denkvermögen, wer interessiert sich tatsächlich für die Themen, die bei uns hier im Mittelpunkt stehen, wer verspricht vielleicht auch aufgrund bestimmter Dinge, die er so oder so virtuell entscheidet, ein guter Teamplayer zu sein. Das sind vielleicht nachher Dinge, die viel entscheidender dafür sind, dass jemand wirklich auf den Ausbildungsplatz kommt, auf den er passt und dann auch noch 10, 20, 30, 40 Jahre in dieser Karriere mit entsprechenden Fortbildungen und Weiterentwicklungen zufrieden und glücklich bleibt und sich da auch gut einbringen kann und gut aufgehoben ist. Dann lasse ich es erstmal mal bewenden. Ich glaube, Herr Gehring wollte gerne noch zuvor oder auf Ihr Statement reagieren. Oder wollen Sie es doch nicht? Ich bin so ein bisschen aufgeschreckt, als ich hörte, dass so ein bisschen suggeriert wird, als würde die Politik sagen, ohne Abi bist nichts wert. Oder die Kultur, ja. Aber das ist sozusagen mal ein Punkt, den man dann wirklich mal hinterfragen muss und auch checken muss, woher kommt das denn eigentlich? Denn ob das jetzt Parlamentsdebatten sind oder ob das politische Statements an anderer Stelle sind, es ist schon so, sei es beim deutschen Qualifikationsrahmen an anderer Stelle, wir gehen als Bildungspolitiker von der Gleichwertigkeit der beruflichen und der akademischen Bildung aus. Das scheint teilweise aber wohl eher so ein bisschen in der Theorie der Fall zu sein. Oder woran liegt das denn, dass die jungen Menschen mit den Füßen entscheiden und dass jetzt etwas mehr als die Hälfte dann sich erstmals für ein Studium entschieden hat? Ich glaube, das hat ganz konkret auch damit zu tun, dass die jungen Menschen auch sehen, welche Jobs können sie hinterher damit kriegen. Dass die jungen Menschen sehr genau sehen, oh, die Akademiker-Arbeitslosigkeit ist seit Jahrzehnten konstant sehr, sehr gering und es verspricht eine gewisse Vollbeschäftigung und du kriegst einen Job, wenn du studierst. Das ist ja mal nicht von der Hand zu weisen und dann in der Regel einen besser bezahlten. Ja? Und ich finde durchaus, dass man diese Frage der Attraktivität der beruflichen Bildung, die überall in Europa sehr interessiert, beguckt wird als Referenzmodell und Mensch, da habt ihr ja eine Stärke bei euch und wo geguckt wird, wie man einzelne Elemente dann dieses vorbildlichen Systems auch übertragen kann, ja. Aber die Ausbildungsbedingungen spielen schon eine Rolle. Wenn ich mir Hotel- und Gaststättengewerbe angucke, ja, bei den Arbeitszeiten finde ich das ganz legitim, dass junge Menschen überlegen, ob sie diese Ausbildung so machen wollen. Ja? Oder auch bei der ganzen Frage der Finanzierung oder wo mache ich das, wo ist ein Betrieb, wie ist das mit Mismatch-Situationen, in welcher Region lebe ich und. Da spielt ja eine ganze Menge eine Rolle. Und dann natürlich auch das Elternhaus, was wird vorgelebt und ist man in einer Akademikerfamilie groß geworden oder in einem Arbeiterhaushalt? Und ich glaube, in einem Arbeiterhaushalt, wenn man da groß wird, könnte diese Akademisierungsdebatte eher noch verunsichern. Da stellt man sich ja sowieso dann nochmal bestimmte Fragen, ja? Nach dem Motto, schaffe ich überhaupt mein Studium? Und die Eltern fragen, willst du nicht erstmal was Anständiges lernen und eine anständige Ausbildung machen und dann vielleicht in den Elfenbeinturm? Und dann kriegst du jetzt womöglich als potenzieller Student noch gesagt, naja, aber wir haben jetzt da eine Schwemme und dann haben wir nachher zu viel und dann bringt dir das irgendwie gar keinen Vorteil. Also ich glaube, diese Gleichwertigkeit, die überall auf dem Papier steht, da sind wir noch nicht. Und ich finde, da müssen wir drüber reden, wie wir das wirklich hinkriegen und wie wir den jungen Menschen auch wirklich deutlich machen, was auf sie zukommt, jeweils im Bildungssystem und dann eben auch im Beruf. Aber ich finde das sehr pragmatisch teilweise von der jungen Generation, dass sie sich derzeit etwas stärker für ein Studium entscheidet.
Also ich finde es gut, dass, wenn ich darf, ich finde es gut, dass wir jetzt weithin jedenfalls schon außerhalb der Schubladen, ne? Üblicherweise sind da so Schublädchen und die einen, wer zum Beispiel so eine These vertritt, ist natürlich erzkonservativ und verteidigt elitäre Bildungsprivilegien und so. Und dann ist jeder in seiner Schublade und man verständigt sich nicht mehr. Also das finde ich... bitte. Da sind wir hier jetzt schon wesentlich weiter. Und deswegen, wenn ich darf, möchte ich diesen zentralen Punkt ein bisschen genauer beleuchten, weil davon hängt sehr, sehr viel ab. Also ich würde mal sagen, es gibt zwei Bilder. Das eine Bild ist uralt, der Rolle von Bildung. Dieses geht problematischerweise auf Platon zurück. Die Formulierung bei Platon lautet, die Leute sind entweder aus Gold oder aus Silber oder aus Eisen. Nur sehen wir das denen nicht gleich an. Und deswegen machen wir allen das gleiche Bildungsangebot und schauen, sehr schnell wird sich herausstellen, wer ist aus Eisen, wer ist aus Silber, wer ist aus Gold. Die aus Gold sollen führen, die aus Silber sollen die Führung ausführen, als Krieger oder als Beamte modern. Und der Rest wird dann irgendwie, ja, ist für die Grundbedürfnisse zuständig. Das dreigliedrige Schulwesen ist eigentlich so ein später platonischer Reflex. Ja. Mit 9 Jahren sieht man das doch, wer aus Gold, wer aus Silber, wer aus Eisen ist. Doch klar. Ne? Und dann, genau, und dann wird aufgeteilt und dann haben die Leute ihren Lebensweg vor sich. Und wenn ich jetzt sage Akademisierungswahn, dann der Reflex, der sofort kommt, ach, das ist auch so ein Vertreter. Die aus Gold sollen unter sich bleiben. Elitentheorie, wir verteidigen die. Genau das Gegenteil. Und wer es nachlesen will, kann es nachlesen. Genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, wenn man wirklich nach Leistung bezahlt, dann sind natürlich Krankenpflegerinnen oder auch im Gaststättengewerbe diese Leute dramatisch unterbezahlt. Und die Knappheitsbedingungen, die sich unterdessen in diesen Bereichen abbilden, die Kommunen klagen drüber, deswegen können sie die Krippen nicht ausbauen, sagen sie, spricht dafür, diese unglaublich anstrengenden, emotional unglaublich belastenden, hohe Kompetenz erfordernden Aktivitäten besser zu bezahlen. Das heißt, wenn ich ein philosophisches Argument bringen darf, weil manchmal ist die Philosophie hilfreich, sind zwei Bilder. Das eine nennen wir das Platonische, schätze Platon in anderer Hinsicht sehr, aber nicht in diesem Punkt. Das Bildungssystem, das funktioniert ungefähr so, da gibt es ein Unten und ein Oben. Modern, der europäische Qualifizierungsrahmen da. Ja. Und jetzt muss man schauen, wie weit kommen die Leute in diese Leiter. Ja, wer am Anfang rausfällt, bleibt unten. Wer länger drin hält, kommt in die Mitte. Und wer ganz gut ist, der kommt nach oben. Eigentlich können wir sagen, genau umgedreht müsste es sein. Die, die sich schwer tun, bleiben länger drin und die, die sich leichter tun, kürzer. Wir haben es genau andersrum. Die, die sich leicht tun, bleiben länger drin. Die, die sich schwer tun, fallen früher raus. Und dann geht damit einher, wir teilen damit die Lebenschancen, die Einkommen, alles zu. So ist die Idee. Und die Linke sagt, wichtige Chancengerechtigkeit, das ist das Entscheidende. Also brauchen wir gewisse Normierungen, um die herzustellen und so weiter. Die Rechten sagen, ach ist doch egal, gab immer schon die Leute aus Gold und aus Silber und aus Eisen. Das bildet sich halt ab und dass die Akademiker Eltern wieder Akademikerkinder haben, das grämt uns nicht. Aber es gibt einen gemeinsamen Denkfehler, eine gemeinsame inhumane Sicht der Bildung als Selektionsinstrument. Und ich bin der Meinung, die Alternative humaner Bildung sieht anders aus. Sozusagen das Bild, was ich dagegen setze, ist so, es gibt unterschiedliche Wege, die sind im Prinzip erstmal gleichwertig. Manche tun sich in dem allgemeinen Bildungsangeboten der Schulen leichter, Mädchen tendenziell leichter als Jungs, Kinder aus Akademikerfamilien leichter als Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien und so weiter. Die können ein Kafka-Gedicht lesen und so weiter, tun sich leichter. Andere tun sich da schwerer, aber haben dafür Interessen, zum Beispiel technische, handwerkliche, haptische, ja, ich nenne das manchmal haptisch, alles was mit Hand und so zu tun hat, mit körperlich zu tun hat, wird tendenziell kulturell abgewertet. Übrigens auch ein chinesisches Phänomen, da laufen ähnliche Debatten. Der Aufstieg zeichnet sich dadurch aus, dass ich nichts mehr anfassen muss. Nicht unbedingt im höheren Einkommen. Ich muss nichts mehr anfassen. Ja. Der Sennett hat eine ganz interessante Analyse, Handwerk, dazu geschrieben. Der Richard Sennett, das ich sehr zur Lektüre empfehle.
Und das ist im Grunde das, was ich eigentlich kritisiere. Wer es kann, ja, löst sich da heraus. Das ist auch mit ein Grund, warum wir in dem Ingenieurbereich und so weiter lange Zeit Defizite haben. Das wird jetzt massiv aufgeholt. Aber wer wirklich Akademiker ist, der ist weg von der Technik. Der hat mit Technik nichts mehr zu tun. Ja. Also humane Bildung besteht eigentlich darin, diese Selektionsfunktion von Bildung zurückzufahren. Und da stehen wir erst ganz am Anfang. Wie kommen wir denn aus diesem Dilemma heraus? Denn wenn ich das nochmal zuspitzen darf, das Problem ist doch nicht die hohe Studierendenquote wahrscheinlich, mal abgesehen davon, darüber sollten wir auch nochmal reden, dass die Universitäten natürlich auch überfüllt sind und dass diese Masse zum Teil an nicht studierfähigen Studierenden natürlich auch problematisch sein können. Aber anders gefragt, das Hauptproblem scheint doch zu sein, dass der Wirtschaft die Auszubildenden, also schlicht die Lehrlinge ausgehen. Das scheint mir das Hauptproblem zu sein. Und deswegen jetzt die Frage, müssten dann nicht die Schulen und selbst auch die Gymnasien viel stärker auf Berufsorientierung setzen? Es gibt ja diese Bestrebungen, es gibt sehr viele Projekte dazu, aber andererseits gibt es immer wieder Studien, die besagen, dass selbst Gymnasiasten oder vielleicht gerade Gymnasiasten 15-, 16-jährige Jugendliche etwa 10 Ausbildungsberufe kennen. Und das sind die üblichen, Bäcker, Friseur, Mechatroniker etc. Also vielleicht an Sie die Frage, Frau Dr. Dorn. Sehr gerne. Erwarten Sie da von den Schulen? Müssten die da ihr Spektrum an Vorbereitung für das Berufsleben noch deutlich erweitern? Also zunächst mal, der Wirtschaft gehen nicht die Auszubildenden aus. In Deutschland wird immer wahnsinnig gern dramatisiert. Entweder ist von allem zu viel da oder zu wenig. Jetzt haben wir gerade mal 5 Jahre her, dass wir im Ausbildungspakt mit einem riesigen Andrang von Jugendlichen zu tun hatten, für den wir Politik und Wirtschaft zusammen intensiv uns bemüht haben, auch mit einigem Erfolg Ausbildungsangebote zur Verfügung zu stellen. Jetzt haben wir in der Tat in diesem und in den vergangenen Jahren die Situation, dass am Ende des Berufsberatungsjahres 20.000, 30.000 Ausbildungsstellen unbesetzt sind, auf der anderen Seite aber auch noch in ähnlicher Größenordnung Jugendliche nicht versorgt sind, die auf dem Ausbildungsmarkt sind und suchen. Wir haben da ein Matching-Problem. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch eine beträchtliche Anzahl von Jugendlichen im Übergangsbereich. Das sind Gott sei Dank viel weniger geworden. Wir haben im Vergleich zu einer Zeit vor 10 Jahren über 200.000 weniger junge Leute mit einem Haupt- oder Realschulabschluss, die aus der Schule kommen. Auf der anderen Seite haben wir im Vergleich zu ebenfalls vor 10 Jahren praktisch die gleiche Anzahl von Ausbildungsverträgen im vergangenen Jahr. Wie viele es dieses Jahr sind übrigens, das kann man noch gar nicht sagen. Wir haben nur die vorläufigen Zahlen vom Ende des Berufsberatungsjahres, aber richtig Kasse gemacht wird nach der Nachvermittlung. Also erstmal Mitte Dezember geschaut und dann die endgültigen Zahlen haben wir im Februar. Also nicht dramatisieren, locker bleiben, ist unsere wichtigste Übung. Und schauen, wie balancieren wir das alles richtig aus. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, auf der einen Seite die schwachen Jugendlichen stärker zu fordern und zu fördern und auf der anderen Seite starken Jugendlichen auch als Alternative zur Hochschule hier noch interessantere Angebote zu machen und die Ausbildung, die wir jetzt schon haben und die attraktiv genug ist, vielleicht noch mit einigen Elementen anzureichern. Also ganz wichtig ist sicherlich das gemeinsame Ziel, das wir auch haben und das jetzt auch mit dem neuen Erasmus-Plus-Programm von der europäischen Ebene sicherlich gut zusammenpasst, viel mehr Jugendlichen im Rahmen einer beruflichen Ausbildung auch einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen, um damit eine zusätzliche Dimension hineinzubringen, eine Erfahrung, die sehr spannend ist, die junge Leute, das erfahren ja auch Studierende, reifen lässt und die sie in einer völlig anderen Umgebung mal herausfordert, zu zeigen, was sie können. In dem Zusammenhang ist auch Sprachenlernen wichtig, was viel breiter aufgestellt werden sollte. Die Berufsschulen brauchen viel mehr Unterstützung von der Politik. Wir erleben sie als Wirtschaft als wichtige Partner, aber sie sind im Vergleich zu den anderen Schulbereichen oft das Stiefkind und haben große Probleme mit der Ausstattung und vor allen Dingen mit der Attraktion von
Lehrern, die sich dann auch entsprechend einbringen können, schon erst recht in den technischen Bereichen. Wichtig ist sicherlich auch dieses Gegenüberstellen von Hochschulen, und da sehe ich Sie doch ein bisschen mit Ihrem Eingangsstatement, auf das ich nochmal zurückkommen möchte, in einer defensiven Rolle. Sie sagen, Hochschulen, Universitäten definieren sich über Forschung. Das ist meines Erachtens wirklich nur ein Teil der Wahrheit, auch bei Universitäten. Gerade die Tatsache, dass Universitäten ja heute doch als ein Teil der Gesellschaft aufgestellt sind, der einen großen Teil der jungen Leute ausbildet, sind die Universitäten herausgefordert, und das hat die Politik und die HRK ja auch mit ihrem Bekenntnis zum Bologna-Prozess so angenommen, sich genauso als Lehrinstitution wie als Forschungsinstitution zu verstehen. Und ich verweise immer gern darauf, dass die Berufsbezeichnung der Menschen an den Hochschulen Hochschullehrer und eigentlich nicht Hochschulforscher ist. Sie müssen eben beides gut zusammenbringen. Und wir als Wirtschaft sehen es sehr positiv, dass die Hochschulen mit dem Bologna-Prozess deutlich herausgefordert sind, bei jedem Studiengang, bei allem, was sie den Studierenden bieten, die Frage, wie sieht denn nachher das berufliche Leben dieser jungen Menschen aus, mitzudenken. Und da ist eben der wissenschaftliche Nachwuchs der Hochschulen eine spannende Minorität. Ein ganz kleiner Teil, vielleicht 5 oder 10% derjenigen, die dadurch ihre Hände gehen. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass Hochschulen hier diese Polarisierung aufgeben und sich auch, ich sage jetzt mal ein bisschen extrem, als Teil des Berufsbildungssystems in Deutschland verstehen. Und jetzt noch zu Ihrer Frage, was muss an den Schulen geschehen? Ganz wichtig ist, viel breiter mit den jungen Leuten, mit den Schülern, schon ab Klasse 8 oder früher aufzufächern, welche Bandbreite von Möglichkeiten gibt es denn und welches Stärken-Schwächen-Profil eignet sich nachher für welchen beruflichen Werdegang. Und es muss klarer werden als heute, da wird viel zu wenig drüber geredet, dass es in unserem Bildungssystem eigentlich heute schon keine Sackgassen mehr gibt, dass auch eine Berufsbildung, egal ob man sie jetzt erst über einen Abitur oder einen anderen Hochschulzugang ansteuert oder auch direkt nach dem Real- oder Hauptschulabschluss, ja immer noch, wenn man das möchte, den Weg an die Hochschule eröffnet. Denn jeder, der eine Berufsausbildung absolviert hat, ist schon auf dieser Ebene nach der 3-jährigen Ausbildung und einer 2-jährigen Berufstätigkeit berechtigt, in seiner Domäne, in seinem Feld an einer Hochschule zu studieren. Und wenn man noch weitergeht auf die Fachwirte- und Meisterebene, dann ist sogar ein völlig freier Hochschulzugang da. Und das wird noch sehr wenig genutzt von Leuten, die ohne Hochschulzugang über die berufliche Qualifizierungsschiene kommen. Aber auch da wünschen wir uns von den Hochschulen mehr Bereitschaft zu kooperieren und diese interessante Klientel mit einem zugegebenermaßen speziellen Profil auch in ihr gesamtes Dienstleistungsangebot mit aufzunehmen und hier gut zu agieren. Also wir sind ja aufgefordert worden, wenn wir Dissense haben, die auch anzusprechen, damit es hier spannend wird. Also ich habe einen Dissens und eine Übereinstimmung, wo Sie meinen, wir hätten einen Dissens. Der Dissens bezieht sich darauf, wie misst man denn, welchen Bedarf wir haben. Ich weiß nicht, ob es allen aufgefallen ist, Sie messen den Bedarf an Lehrlingen daran, wie viele Ausbildungsplätze angeboten werden. Das Problem ist aber, dass wir viel zu wenig Angebote haben. Nur 29% aller Unternehmen in Deutschland bieten überhaupt Ausbildungsplätze an. Das ist kein Maßstab, sondern der Maßstab ist, was muss denn in Zukunft in diesem Land an nicht-akademischen und akademischen Kenntnissen vorhanden sein, damit sich diese im Augenblick ziemlich günstige ökonomische Entwicklung fortsetzt. Und wenn da 4 Millionen aus dem Bereich der nicht-akademischen Fachkräfte in 20 Jahren rausfallen, dann ist das durchaus ein Grund zur Besorgnis. Ich bin viel in Industrie- und Handelskammern unterwegs. Und da müssen Sie mal die Erzählung hören, was die sagen. Die sind um ganze Berufe schon besorgt, weil sie niemanden mehr finden, der bereit ist, das zu machen. Also ich bin sehr gegen Hysterie, aber auch sehr gegen Verharmlosung. Da haben wir vielleicht einen Dissens. Keinen Dissens, aber überhaupt keinen Dissens haben wir in der These, dass die Universitäten sich mehr um die Lehre kümmern sollten und dass Lehre und Forschung gleichgewichtig sind. Natürlich, das ist ja genau der Vorschlag, den ich seit Jahren mache, dass wir es gleichgewichtig machen. Das ist ja nicht so, es läuft überhaupt nicht so. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die entscheidet über Universitätskarrieren und nicht die Lehre, die ich leiste.
Aber das muss gleichgewichtiger werden, auch in den Rekrutierungsverfahren, in den Berufungskommissionen spielt ja die Lehre keine Rolle, de facto. Ich bin in vielen gewesen, gerade im Vorsitz jetzt noch mal gestern gehabt. Die Lehre ist ganz unterbelichtet da in den Rekrutierungsverfahren. Das heißt, ich bin sehr dafür, dass die Universitäten sich dieser Herausforderung stellen und plädiere sehr dafür, dass die Politik auch entsprechend Mittel bereitstellt, um die Lehre entsprechend zu fördern und nicht die ganze Exzellenzinitiative gegen die genau andere Richtung, nur die Universitäten sind exzellent, die in der Forschungsspitze sind. Lehre hat keine Rolle gespielt in der Exzellenzinitiative, bis auf die Grad Schools und das ist Heranbildung wissenschaftlichen Nachwuchses. Also ich glaube, da können wir uns auch wieder schnell darauf verständigen, auf dieses Ziel, was Sie am Ende formuliert haben. Aber ich glaube, dass Sie mit der Akademisierungswahnthese den unterfinanzierten Hochschulen in Deutschland einen Bärendienst erweisen. Wenn diese Debatte salonfähiger wird, dann führt das sicherlich dazu, dass immer mehr dazu bereit sind zu sagen, oh ja, jetzt haben wir auch irgendwie so viel in den Hochschulpakt investiert, jetzt haben wir so viele zusätzliche Studienplätze eingeführt, jetzt muss man das mal wieder so ausbalancieren, dass man möglichst nicht mehr stärker in die Hochschulen investieren muss. Ich glaube, da steckt ein reales Risiko drin, weil unsere Hörsäle nach wie vor überfüllt sind. Und weil wir nicht von einem Studierendenberg ausgehen können, ja, der dann bald wieder ein Tal wird, sondern wir ein etwas abflachendes Hochplateau wahrscheinlich haben werden, wobei alle Prognosen, die die Zukunft betreffen, immer unsicher sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die ganzen Fehlprognosen der letzten Jahre anguckt, halte ich diese für verhältnismäßig wahrscheinlich. Deshalb finde ich das auch ein wichtiges Stichwort, richtig ausbalancieren. Also in den 90er und 2000er Jahren ist immer gesagt worden, das war Mainstream von links nach rechts, wir haben zu wenig Akademiker, wir brauchen mehr. Jetzt direkt in das andere Extrem des Akademisierungswahns, naja, also jetzt haben wir mal ein paar mehr, jetzt haben wir irgendwie auch mehr Studienanfänger, jetzt haben wir da eine neue Form von Bildungsexpansion, aber wir haben da auch viele Einmaleffekte noch drin mit doppelten Abiturjahrgängen, mit der Aussetzung der Wehrpflicht, mit erhöhten Übergangsquoten und so weiter. Also da muss man, glaube ich, die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Ich will aber bei den Selektionsmechanismen auch noch mal was dazu sagen. Ich glaube, wenn man über humane Bildungspolitik spricht und über Inklusion, dann sind wir uns sicherlich schnell einig, dass wir ein integratives Schulsystem wollen, dass wir als Grüne auch immer für längeres gemeinsames Lernen gekämpft haben und weiter kämpfen, dass wir aber auch sehen, dass Veränderung des Schulsystems mindestens so anspruchsvoll sind wie ein Atomausstieg und dass das viele Jahre und Jahrzehnte braucht. Sie hatten Hamburg schon ein paar Mal erwähnt, diesen gescheiterten Bürgerentscheid. Wir haben im Moment die Entwicklung, dass es bundesweit in ein Zwei-Säulen-Modell hineinlaufen. Das heißt, aus Gymnasien und integrativen Zweigen daneben. Das heißt, dass auch klassische Zulieferer, in Anführungszeichen, für das duale Berufsausbildungssystem künftig nicht mehr so klar da sind. Wir hatten Jahrzehnte, da war klar, der Hauptschulabsolvent, der Realschulabsolvent, zack, die gehen in die berufliche Bildung, die Abiturienten ins Studium. Allein dadurch rüttelt sich das ganze System ja neu aus und zusammen. Und wenn dann gesagt wird, Akademisierungswahn, dann glaube ich, dass da an der Stelle auch das Risiko von neuen Selektionsmechanismen da ist, weil sie an irgendeiner Stelle dann steuern müssen, wenn sie sagen, es gibt zu viel Studierende, dann müssen sie ja irgendwie gewährleisten, dass es weniger werden. Und an der Stelle finde ich, weichen Sie ein Stück aus. Wie wollen Sie das denn machen? Also wie sollen wir das jetzt als Politikerin, als Politiker steuern? Ist das überhaupt gewünscht? Ich würde mir Wahlfreiheit wünschen bei den Jugendlichen und nicht irgendwie so eine Bildungsplanwirtschaft. Und ich hätte da viele Ideen, wie wir so
viel Bildungsgerechtigkeit wie möglich in den Stufen vorher schaffen. Aber die Entscheidung, studiere ich oder mache ich eine duale Ausbildung, das muss man den Jugendlichen überlassen. Das war ja auch meine Eingangsfrage. Soll der Staat da steuern und kann er das? Frau Dr. Dorn wollte, glaube ich, dazu Stellung nehmen. Ja, also unseres Erachtens kann er das nicht und soll er das nicht. Sowohl Politik, Wirtschaft wie auch Wissenschaft können aber natürlich Impulse geben und vielleicht so Push- und Pull-Faktoren. Ne? Also ich denke, keiner will eine Bildungssteuerung, wie man sie in totalitären Staaten hatte, auch hier, wo wir jetzt sitzen, vor noch nicht gar nicht allzu langer Zeit, aber über eine umfassende Berufsorientierung und eine gute Potenzialerfaltung aller Jugendlichen, um sie auch reif zu machen und zu befähigen, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, kommt man da vielleicht ein Stück weiter. Und in einem gebe ich, glaube ich, meinen beiden Mitdiskutanten definitiv recht. Also was am wichtigsten ist, ist weiter auf den Weg zu kommen, dass der hochschulische Bildungsweg und der, der über eine anspruchsvolle und komplexe berufliche Bildung geht, stärker in ihrem Eigenwert erkannt werden und einfach ein gleichgewichtigeres gesellschaftliches Standing bekommen. Ist ja zunächst mal nur ein frommer Wunsch. Ne? Allerdings kann man da doch schon einiges tun, indem man die Rahmenbedingungen entsprechend attraktiv gestaltet. Aus unserer Sicht ist mit dem Qualifikationsrahmen zugegebenermaßen relativ theoretisches Konstrukt, aber Sie hatten es ja auch mal kurz angesprochen, schon mal eine ganz wichtige Wegscheide gesetzt worden. Wir haben zum ersten Mal eine Situation in Deutschland, dass ein Orientierungsrahmen einvernehmlich von der hochschulischen und der Berufsbildungsseite von Politik und Wirtschaft ausdiskutiert und gesetzt worden ist, wo man sagt, was zählt ist das Kompetenzprofil, das Menschen auf bestimmten Stufen ihres Bildungswegs und ihres beruflichen Entwicklungsweges auch ihre Berufserfahrung erreichen. Wie komplex können die beruflichen Situationen in meiner Domäne sein, die ich beherrsche? Kann ich ein Team leiten? Kann ich komplexe Probleme lösen? Kann ich andere auch noch dabei anleiten? Komme ich noch klar, wenn es sehr aufregend wird? Welche Stresslevel kann ich aushalten? Das sind ja die Dinge, die diese Stufen des Rahmens definieren. Und diese Stufen sind sowohl für die hochschulische wie für die berufliche Bildung durchdefiniert. Bis zur vorletzten Stufe gemeinsam. Die allerletzte, wo es dann um die Doktoren und Professoren geht, das sind dann von der beruflichen Bildung her keine Gegengewichte mehr vorgesehen. Aber der Meister steht auf der gleichen Stufe wie die große Masse der hochschulischen Abschlüsse, des Bachelors. Und das betrachten wir schon als einen ganz großen Erfolg und als ein Signal. Das Ganze ist im Moment noch reine Theorie. Wir erhoffen uns viel davon, dass ab kommendem Jahr dann tatsächlich auf jedem Zeugnis einer Hochschule und eines Betriebs und einer Kammer draufstehen wird, welche Stufe man damit erreicht wird. Und das ist vielleicht schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, das ist natürlich jetzt, will es nicht nochmal wiederholen, genau diese Sicht der Bildung. Ne? Welche Stufe haben wir erreicht? Und Sie haben zwar recht, was erfreulich ist, ist, dass dann Meister so zählt wie ein BA-Abschluss. Ich fand es relativ problematisch, dass eine Zeit lang so getan wurde, als wäre der Meistertitel oder ja, das Meisterzeugnis erst dadurch geadelt, dass man nun auch studieren kann damit, als ob das nötig wäre, wenn man Meister ist, noch zu zeigen. Aber gut, ich gebe immerhin dem einen Punkt Ihnen recht, dass da eine gewisse Gleichwertigkeit jetzt langsam sich ausbreitet und nicht mehr die alte Bildungsdünkel alles Technische und Nicht-Akademische abwertet. Das finde ich positiv. Von Berufserfahrung, die ja, genau, Rede, ne? Und genau. Von Kompetenz. Genau. Und damit also von sind daher, wir schon ein bisschen weg aus ja, diesen ja. akademischen Kästchen. Genau, also das ist ein Fortschritt. Ich halte es immer noch für problematisch in der Grundphilosophie, diese starren Stufungen, aber gut, darüber haben wir jetzt keine Zeit zu reden. Aber ich glaube, ein Punkt ist schon wichtig. Also ganz so kann man es nicht darstellen. Jetzt studieren halt mal ein paar mehr und jetzt regen sich irgendwelche Leute auf. Also schauen Sie mal ein bisschen in die Geschichte zurück. Jahrzehntelang hieß es, eigentlich in Deutschland ganz schlimm, Schweiz noch schlimmer, Österreich auch ganz schlimm, haben viel zu niedrige Studierendenzahlen pro Jahrgang. Es tat sich
nichts. Also nach der Bildungsexpansion, die ab 1977 zum Erliegen kommt, auch durch einen KMK-Beschluss im Übrigen, von wegen Steuerung durch die Politik. KMK hat 1977 einstimmig, alle Parteien waren dabei, beschlossen, jetzt wird der Studentenberg untertunnelt. Jetzt wird er untertunnelt. Und komischerweise wurde der Berg immer höher und der Tunnel ging immer tiefer in den Berg hinein und die Katastrophe zeichnete sich ab an den Universitäten. Aber dann nach dieser Phase des Ausbaus, Ende 60er bis 1977 oder Mitte 60er bis 1977, sozialdemokratisches Projekt, was jetzt von Arbeitgeberseite sehr gelobt wird, das ist ja erfreulich, hat es eine Stagnation gegeben. Das heißt, der Akademikeranteil hat in Deutschland stagniert. Und die OECD ist dagegen in fast jeder Stellungnahme Sturm gelaufen. Er hat gesagt, das muss sich ändern. Und Generationen von Bildungspolitikern haben das nachgebetet. Und jetzt auf einmal, in den letzten 12 Jahren, auf einmal ist es gezündet. Es hat, darf ich diskutieren darf ich immer mit der OECD und nicht mit uns, jetzt schon zum dritten Mal. Aber die OECD wird ja dauernd verwendet in der nationalen Debatte. Aber dauernd. Dauernd verwendet. Da kann ich Ihnen die ganzen Bildungsberichte der Ministerien zeigen. Aber diese Position vertritt hier niemand. Ja, vielleicht jetzt die seit bei 4 Wochen nicht mehr. Und bei uns auch nicht. Ja. Nein, lassen Sie mich kurz das Argument zu Ende bringen. Und auf einmal zündet das. Und in 12 Jahren, von wegen lässig zurücklehnen, klar, okay, ich lehne mich gern lässig zurück. In 12 Jahren verdoppelt sich die Zahl, verdoppelt, in 12 Jahren in Deutschland, verdoppelt sich die Zahl der Hochschulzugangsberechtigten. Das ist, Moment. Und das wäre dann kein Problem, wenn wir hier eine Entwicklung nachholen, die andere wunderbar vorgemacht haben, wo man sagt, wir hingen zurück, das ist die Botschaft der OECD, ihr hinkt zurück, ihr müsst es nachmachen, was USA und andere Länder vorgemacht haben oder Südkorea noch ein bisschen deutlicher, dann seid ihr wirklich gut. Und dieser Vergleich geht nicht. Das ist, wenn wir das heute mal mit nach Hause nehmen, weil wir, Moment, weil wir das duale System, die sind doch nicht alle in dem verarbeitenden Gewerbe, die aus dem dualen System. Die sind doch genauso im Gaststättengewerbe, genauso im Dienstleistungsgewerbe und anderswo. Das heißt, man kann Südkorea oder USA nicht mit Deutschland vergleichen, weil es diese Stärke des deutschen Bildungssystems gibt. Also wenn wir damit nach Hause gehen dürften, OECD-Vorgaben sind für uns völlig wertlos, weil sie Äpfel mit Birnen vergleichen, dann hätte man schon Fortschritt. Und das Zweite, was die Steuerung angeht, da war nicht vor Illusionen. Ich meine, Sie sind Politiker, Sie wissen es natürlich ganz genau, dass die Politik massiv steuert, und zwar durch Einsatz von Mitteln. Die Bildungsexpansion Mitte der 60er bis Ende der 70er war natürlich ein politisches Projekt. Es war doch kein Selbstläufer, es war ein politisches Projekt, getragen auch von kulturellen Veränderungen, klar. Die Ausweitung des tertiären Sektors war ein politisches Projekt, natürlich. Geht doch auch darum, wie viel Geld wir in welche Bereiche stecken. Kaum ein Ressort hat solche Expansionen gehabt, wie das Bundesministerium für Forschung und Technologie, für BMBF. Kein anderes Ressort hat diese Steigerungsraten gehabt. Das sind politische Entscheidungen, das ist okay. Und darüber muss man dann rational reden. Wie vernünftig ist es, diesen Prozess wie lange weiter fortzusetzen? Und das Dritte, natürlich wünsche ich mir, dass möglichst alle den Weg gehen können, der für sie persönlich am besten ist. Die Politik setzt Rahmenbedingungen, Politik stellt Ressourcen, staatliche Ressourcen vorbei. Sie haben wahrscheinlich die Vorstellung, den Bildungsmarkt zu, die Bildungswesen zu vermarkten, also zu einem reinen Bildungsmarkt zu machen. Dann wäre alles sehr viel flexibler. Aber das ist wahrscheinlich nicht so die Vorstellung, die wir jetzt, die anderen beiden hier auf dem Podium haben. Also wenn der Staat eine Rolle spielt in der Bildungsverantwortung, dann muss er Prioritäten setzen. Und meine Empfehlung ist die, betet A, nicht mehr das nach, was euch aus internationalen Organisationen vorgebetet wird. Ja, es tut Ihnen jetzt weh, aber es ist so. B, pass mal auf. B, nimmt, unterstützt diesen Bereich mit gleicher Gewichtung. Zählen wir doch mal die Steuermittel, die also in diesen Bereich gehen, zusammen. Das ist ein winziger Bruchteil, der ins Hochschulsystem oder in die allgemeinbildenden Schulen geht. Ein winziger Bruchteil des Staates, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, geht in das duale System. Das heißt, wer das ernst nimmt, was ja jetzt eigentlich Konsens war, Gleichwertigkeit, der muss auch darüber sprechen, wie die Ressourcen verteilt werden. Und letzter Satz, weil Sie das zu Recht sagten, könnte da nicht jemand auf die Gedanken kommen, die Universitäten brauchen nicht so viel Geld. Naja, sie sind gegenwärtig in der Tat unterfinanziert. Auch im internationalen Vergleich, auch im Vergleich zu den USA und anderen Ländern, das ist wahr. Aber das Argument, was mir auch schon vor Jahren entgegengehalten wurde, ja, wir müssen doch die Lobbyinteressen der Universitäten als Angehörige der Universitäten vertreten,
Das geht nicht. Das muss man einfach verlangen, dass man die Dinge nicht als Lobbyist von irgendeiner Institution vertritt, sondern nach besten Argumenten. Gut, dann will ich da gerne mal einhaken. Wir können als Konsens gerne festhalten, dass wir uns nicht mit Korea und den USA dahingehend vergleichen, dass wir deren Hochschulsystem wollen oder Bildungssystem. Ja, sehe ich auch so. Ich bin aber auch kein OECD-Botschafter, sondern ich nehme auch zur Kenntnis, welche Debatten in den letzten 20, 30 Jahren Bildungspolitik hier in Deutschland geführt wurde. Und ich kann mich im Übrigen auch dann quasi noch bei der SPD bedanken, weil ich sozusagen ein Kind der sozialdemokratischen Bildungsexpansion bin, weil ich der Erste mit Abi und Uni in meiner Family bin und so ein klassisches Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet. Und ja, wenn man so in die Statistiken guckt von der OECD oder auch vom Nationalen Bildungsbericht von vielen anderen, dann sieht man, oh weia, der Gehring hat ja leider immer noch einen ziemlichen Seltenheitswert, weil Bildungsaufstieg und Durchlässigkeit doch nicht so einfach ist, wie man das teilweise vielleicht denkt. Ja? Hier ist jetzt kein OECD-Botschafter, dass wir sozusagen in die Statistiken nochmal genau rein können, was Vergleichsmaßstäbe auch angeht. Aber wenn Sie sagen, die Ressourcen müssen richtig verteilt werden, dann kann man ja nur sagen, dass wir eine immense Fehlallokation und immense Falschverteilung derzeit haben und dass das bei der Großen Koalition offenkundig auch nicht anders wird. Ja, wenn in Deutschland, das ist zumindest auch, vielleicht kritisieren Sie das in 10 Jahren, aber es ist Mainstream in Deutschland, dass gute Ganztagsschulen mehr bringen für die individuelle Förderung von Jugendlichen und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ganztagsschulen sind hoch anerkannt, wenn sie gut gemacht werden. Diese neue Bundesregierung hebt das Kooperationsverbot, was sie 2006 in der Bildung im Grundgesetz eingeführt hat, nicht auf. Es steht nicht im Koalitionsvertrag. Es wird kein neues Ganztagsschulprogramm geben. Auch darauf konnte man sich nicht verständigen. Das Betreuungsgeld bleibt, was für mich eine Bildungsfernhalteprämie nach wie vor ist, was ich kritisch sehe. Denn wenn man über Selektionsmechanismen spricht, dann muss man darüber reden, wie möglichst viele Kinder in gute Kitas gehen können und wie wir die Grundschulen und die weiterführenden Schulen unterstützen. Und da muss der Bund mit rein. Wenn man darüber redet, wir haben eine Bildungsrepublik, dann frage ich mich immer, ja, wo ist sie denn? Und wie kriegt man sie hin? Sicherlich nicht darüber, dass man, wie SPD und Union sich verständigt haben, die Exzellenzinitiative einfach so fortsetzt. Ja, oder dass man so einen vagen Konsens hat, die 3 bis 4 Wissenschaftspakte, die man hat, will man fortsetzen, aber noch nicht so genau weiß, wie. Also dann muss man wirklich auch mal darüber reden, wie wird Bildungspolitik in Deutschland gestaltet. Und da finde ich, da muss der Bund mit rein, finanziell, aber eben auch in dem Sinne, dass im Bereich der Schule, im Bereich Ganztagsschule, im Bereich frühkindliche Bildung, dann wirklich auch in diese wichtigen Bereiche mehr investiert werden kann. Und dass man bei dem Bereich der Hochschulen nicht nur auf diese Forschungsexzellenz guckt, sondern auf gute Lehre, auf Qualität und auf Leistung, die diese Stufe des Bildungssystems erbringt. Und das ist etwas, ja gut, das ist ja wunderbar, dass wir da mit dem Konsens schließen, aber ich finde, da lenkt auch eine Akademisierungswahndebatte von ab. Ja, da knüpfe ich auch gerne an bei den Themen Ganztag und dieses Betreuungsgeld. Ja, ich verdränge das schon immer, wie das heißt. Da bin ich voll bei Ihnen, Herr Gehring, das sehen wir genauso. Wir hätten uns auch ein Ganztagsschulprogramm gewünscht und wir halten auch das Betreuungsgeld für diametral kontraproduktiv und denken, dass die Anstrengungen auf den Ausbau der frühkindlichen Bildung und Betreuung konzentriert werden müssten. BAföG ist vergessen worden, ja. Und dann kommt dann ja vielleicht doch noch was. Ich meine, das Schöne ist ja, Koalitionsparteien versuchen umzusetzen, was in der Vereinbarung steht, wenigstens die ersten 6 Monate. Aber sie sind ja nicht daran gehindert, Dinge zu tun, die da nicht drinstehen, wenn sie sich später auch noch drüber einig sind. Aber das wird sie jetzt als Opposition natürlich auch nicht trösten. Ne? So, die Finanzierungsungleichheit der Hochschule und der beruflichen Bildung, da sage ich jetzt mal als Wirtschaft,
bleibt uns da bloß aus den Haaren. Also wir wünschen uns jetzt kein Bundesfinanzierungsprogramm für die Berufsausbildung. Die Berufsausbildung ist seit jeher in Verantwortung der Wirtschaft. Und da haben wir auch die schöne Situation, wer zahlt, bestellt. Und wir glauben, dass eine der Stärken des Ausbildungsmarktes tatsächlich ist, dass jedes Unternehmen seine individuellen Entscheidungen trifft, welche Ausbildungsplätze, da komme ich noch zu, ja, welche Plätze biete ich denn an? Und die haben dann auch etwas mit Beschäftigungschancen zu tun, die ich als Unternehmen ganz konkret sehe. Oder selbst wenn ich es als überbetriebliche Ausbildung gestalte, mache ich das ja auch in einem Zusammenhang, wo ich denke, die jungen Leute haben nachher eine Chance, weil in der Branche oder in meinem Umfeld entsprechende Möglichkeiten da sind. Die Betriebe geben jedes Jahr 28 Milliarden Euro für Ausbildung aus, brutto gerechnet. Die Auszubildenden sind ja auch teilweise produktiv, sodass sich das nachher dann doch nicht ganz so gravierend darstellt. Aber das soll aus unserer Sicht ruhig so bleiben. Die Berufsschulen, das habe ich, glaube ich, schon vor einer Stunde gesagt, die könnten ein bisschen mehr staatliche Aufmerksamkeit vertragen. Allerdings sind die ja wieder in Länderverantwortung, da sind sie vom Bund aus fein raus. Da würde ja genau die Abschaffung des Kooperationsverbotes Pardon, ja genau da würde ja die Überwindung des Kooperationsverbotes helfen, wenn man da ein Modernisierungs- und Sanierungsprogramm auflegt für die Berufsschulen und Berufskollegs dieser Republik. Mhm. Das wäre auch mal was. Ja. Ja. Mhm. Zu dem. Das ist ja in der CDU gescheitert, nicht in der SPD. Ja. Der Fall des Kooperationsverbotes. Das war eine Forderung, eine ganz zentrale Forderung. Ja, aber wenn Sie sehen, dass 75 Personen in diesen Koalitionsgesprächen und auch Landesministerpräsidentinnen und Präsidenten dort saßen, kann man das, glaube ich, nicht so klar zuordnen. Aber es steht nicht im Koalitionsvertrag. Ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. Ja, dass große Koalition große Lösungen hervorbringen. Wenn Sie es damals einführen konnten, dann können Sie es wahrscheinlich auch jetzt wieder abschaffen. Wir wären dabei. Dann wollte ich noch eine Lanze brechen für ein integrativeres Verständnis beider Bildungsbereiche. Nach meinem Gefühl haben Sie doch wieder das relativ weit auseinander polarisiert. Aus unserer Sicht ist die Frage, brauchen wir mehr Hochschule oder brauchen wir mehr duale Berufsausbildung im Betrieb, ein Stück weit obsolet. Wir brauchen mehr übergreifende Formen. Wir brauchen Hochschulen, die sich viel stärker auch verstehen als Ausbildungsstätten für junge Leute, die nachher in die Wirtschaft gehen, weil sie das zu 80-90% tun und ihre Lehre auch entsprechend anlegen. Wir brauchen Unternehmen und haben die auch, wünschen uns aber noch mehr, versuchen da auch als Verbände zu unterstützen und zu motivieren, die auf Hochschulen zugehen und mit denen gemeinsam auch Ausbildungsgänge gestalten, die sowohl betriebliche wie auch hochschulische Aspekte haben. Und bei dem ganzen Thema, wie viele Betriebe beteiligen sich denn? Da möchte ich nochmal auf zwei Aspekte hinweisen. Zum einen ist in den gängigen Rechnungen alles, was nicht Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz ist, Traineeships, duale Studiengänge, die nicht mit einer Berufsausbildung, mit einer Kammerprüfung im engeren Sinne verknüpft sind, in den Berechnungen gar nicht drin, weil dort immer nur geschaut wird nach den Verträgen und Ausbildungsverhältnissen, die dann tatsächlich auch nach Berufsbildungsgesetz geprüft werden. Und das ist ein ganz wichtiger, fundamentaler, das ist der Kernbereich der Berufsausbildung, aber darum herum gibt es eben auch noch viel. Wenn man zum Beispiel im Chemiebereich schaut, wo Jahr für Jahr, das ist relativ ungewöhnlich, tarifvertraglich definiert wird zwischen den Sozialpartnern, wie viel Ausbildung machen wir, dann ist duale Berufsausbildung nach Bildungsgesetz doch der Löwenanteil, aber ein Fünftel, ein Viertel dessen, was da geschieht, sind andere Ausbildungsformen, über die man sich geeinigt hat. Zum anderen die Rechnung, nur ein Viertel der Betriebe bildet aus. Ich glaube, Sie hatten 24% genannt. Es wird jetzt mittlerweile auch schon gerne die Rechnung 21% ausgemacht. Ich möchte das mal folgendermaßen aufrollen. Ausbilden zu dürfen bedeutet, dass Betriebe auch gewisse Mindestanforderungen erfüllen müssen. Sie müssen räumliche Gegebenheiten, organisatorische Gegebenheiten darstellen. Sie müssen Ausbilder haben, die den Beruf selber gelernt haben. Sie müssen im Betrieb auch eine gewisse berufspädagogische Kompetenz darstellen. Deshalb sind letztlich ungefähr 56% der Betriebe in Deutschland zur Ausbildung zugelassen, 54 nicht. Diese 54 mitzuzählen, ist eigentlich nicht ganz fair. Jedenfalls weiß ich nicht, was das soll.
wenn man sich jetzt diese Gesamtheit derer, die überhaupt ausbilden dürfen, anschaut und punktuell guckt, an einem Zeitpunkt, in einem Jahr, wer ist bei der Ausbildung dabei, dann kommt man ungefähr auf die Hälfte. Wenn man, das hat das IAB mal gemacht, eine Längsschnittbetrachtung macht, auch nur über 5 Jahre, dann stellt man fest, dass 80% der ausbildungsberechtigten Betriebe in Deutschland sich tatsächlich auch an Ausbildung beteiligen. Und wenn man dann noch nach den Betriebsgrößenordnungen schaut, dann stellt man fest, dass der Großteil derer, die sich nicht beteiligen, Kleinstbetriebe sind mit 0 bis 5 Mitarbeitern, wogegen Großbetriebe zu 98% beteiligt sind, mittlere zu über 90% und kleine Betriebe auch noch zu einem ganz extrem hohen Prozentsatz. Also ich denke, keiner will, dass jede Dönerbude an der Ecke ausbildet. Es gibt da gewisse Grenzen, wo man auch eine komplette Berufsqualifikation darstellen kann. Und das sollte man bei diesen Fragen, wie weit geht die Ausbildungsbereitschaft und Beteiligung der Betriebe eigentlich, schon ein Stück weit mit dem Auge haben. Entschuldigung, ich würde ganz gerne jetzt die Diskussion öffnen für das Publikum. Mir war es wohl bewusst und ist klar, dass es stattfinden soll, nur es war gerade vorher auch hier so spannend, da wollte ich nicht unterbrechen. Jetzt gibt es mehrere Wortmeldungen, da würde ich Sie, glaube ich, bitten, das entweder zu dem Mikrofon hinzugehen oder es wird Ihnen gebracht, sich kurz vorzustellen, bitte keine Monologe oder Referate halten, sondern möglichst eine prägnante Frage zu stellen und vielleicht kurz dazu zu sagen, an wen Sie diese Frage richten möchten. Okay. Bitte. Ich habe eine Bemerkung und gleichzeitig auch eine Frage. Und ich bitte Sie von vornherein, mich nicht unterbrechen, da wer redet eigentlich, hat seine Gedanken wie einen Faden sozusagen organisiert. Wenn man unterbrochen ist, dann kann man nicht mehr reden. Es dauert nicht lange. Entschuldigung, an wen stellen Sie diese Frage? Mein Name ist Karim El-Essedi und ich stelle meine Frage an Herrn Nida Römlin und an Frau Dorn. Es gibt natürlich Prioritäten, wenn man zum Beispiel über Probleme in akademischen oder in der akademischen Bildung redet, gibt es verschiedene Probleme. Ich denke, das Problem oder die Frage, dass in Deutschland hat man viele Akademiker und viele Studierende, ist nicht die wichtigste Frage überhaupt und nicht ein von den wichtigsten. Es gibt nämlich andere Fragen. Ich werde eigentlich eine private Erfahrung einladen, nicht weil ich über mich reden will, sondern diese Erfahrung hat auch mit Allgemeinen zu tun. Das sind deutsche Universitäten, wo ich studiert habe. Ich denke, wenn man sagt, dass eigentlich viele Studierende studieren zurzeit und das ist viel zu viel, geht vielleicht die Lösung in dieser Tendenz, dass man die Bildung elitär macht und elitär hier als Wort in der Sprache ist leider nicht neutral. Elitär hier bedeutet, wenn die Menschen das verwenden, die Kinder der sogenannten reichen Familie. Und ich denke, was elitär ist in der Bildung, sind die Elite unter den Studenten, die großen Talente und Fähigkeiten und die Kreativitäten beweisen können, diese Leute müssen Unterstützung haben, egal aus welchem Familienzustand kommen sie, welche politische Richtung haben sie oder auch aus welcher Stadt oder Staat kommen sie. Als ich hier studieren wollte, musste ich einen Ausbogen entworfen, füllen und ausgeben. Und in dieser Bogen stand eine Frage. Ich war am Anfang meines Studiums. Und diese Frage lautet, welche Ausbildung hat deine Mutter und dein Vater? Und ich wollte Literatur studieren, vergleichende Literaturwissenschaft. Meine Mutter und meine Großmutter haben Gedichte verfasst und das ausgesagt, aber sie sind Analphabeten. Mein Vater
hat auch Gedichte geschrieben und er hat im Rundfunk, irakischen Rundfunk, Gedichte eigentlich vorgetragen oder Menschen dort haben das für ihn gelesen. Aber er hat eine einfache Ausbildung. Er hat nur Lesen und Schreiben gelernt. Und sein Vater, mein Großvater, war auch Dichter. Ich könnte zum Beispiel in meinem Studium eine Hausarbeit in einem einzigen Tag schreiben, das ist nicht meine Muttersprache, wo meine Kommilitonen 2 Monate verbraucht haben. Aber diese Frage hat mich immer verfolgt. Das heißt, die Professoren messen die Studenten nicht nach seiner Leistung und nach seinem Talent, sondern spielt das Niveau der Familie und die Vermögen der Familie und die Finanzierung und alles, was mit Beziehungen zu tun hat, eine große Rolle. Und das ist wirklich eine Schande für eine Akademie. Das heißt, ein talentierter Student, egal eigentlich welcher Student, auch von sozusagen niedrigen Schichten finanziell her, muss eine gerechte Gelegenheit haben, studieren und weiter zu studieren und Unterstützung haben. Und vielen Dank. Was sagen Sie dazu? Also Sie haben ja jetzt sehr persönlich argumentiert. Nein, das ist keine Kritik. Ja, das ist keine Kritik. Sondern im Gegenteil. Also, eben, ich wollte doch nur das als Entschuldigung nehmen, dass ich jetzt auch eine persönliche Bemerkung mache. Darf ich das? Okay. Ein besonders bemerkenswerter Artikel gegen meine Thesen, ich glaube in der WAZ, hatte den Inhalt, oder wo war der besonders polemisch? Meine Mitarbeiter haben mir empfohlen, ihn nicht zu lesen, aber ich habe ihn dann doch gelesen, war, ist doch klar, ja, wenn Mama und Papa studiert haben, dann kann der Sohn nur solche Thesen vertreten. Ich sage es jetzt hier zum ersten und einzigen Mal, weder mein Vater noch meine Mutter haben ein Universitätsstudium absolviert. Ich verstehe sehr gut diese Sensibilität, auf die Sie jetzt hier hingewiesen haben. Ich glaube nicht, dass die Information, was Ihre Eltern gemacht haben, eine Rolle gespielt haben kann in Ihrem weiteren Bildungsweg. Glaube ich nicht. Aber de facto spielt es eine Rolle. Und da wollte ich bei der Gelegenheit meinem geschätzten Diskussionspartner in einem Punkt, naja, weiß nicht, ob widersprechen, aber jedenfalls eine Information dazu geben. Deutschland gehört unterdessen zu den Ländern, bei denen die sogenannte Selektivität, ein schrecklicher Begriff eigentlich, ja, die Selektivität des Bildungssystems besonders hoch ist. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Herkunft der Eltern, sowohl was ökonomische Situationen angeht, als auch was vor allem Bildungssituationen angeht und Bildungserfolg der Kinder ist in Deutschland im internationalen Vergleich, Moment, ungewöhnlich eng. Was ist in Frankreich nicht, ja, Frankreich glaube ich ein bisschen besser, aber vielleicht nicht viel, aber es ist ungewöhnlich eng. Übrigens auch in den USA mit einem Einheitsschulsystem besonders groß. Aber jetzt kommt das Interessante. Das ist neueren Datums. Deutschland hat, die Daten kann ich jederzeit liefern, bis Ende der 70er Jahre, wenn nicht die höchste, so jedenfalls einer der stärksten Mobilitäten der Welt gehabt in den westlichen Industrienationen. Und ab Anfang der 80er Jahre bricht dies. Das heißt, von wegen, dass wir jetzt eine Entwicklung hätten zu weniger Selektivität, wir haben genau das Gegenteil. Wir haben seit Anfang der 80er Jahre eine Verhärtung des Zusammenhangs zwischen sozial und ökonomischer und Bildungsherkunft und den Kindern. Und wenn man es noch mal ein bisschen polemisch zuspitzen kann, man kann auch sagen, die Mainstream ist zum Teil eine reine Mittelschichtenideologie. Ja, die Mittelschichten wollen vor allem, dass ihre Kinder das Abitur haben. Deswegen muss alles so gemacht werden. Wenn das nicht gelingt, sind immer die Schulen schuld. Ganz klar. Und wenn Studierende in den ersten 3 Semestern sich vielleicht als nicht geeignet erweisen, weil sie zum Beispiel nicht Mathematik hinreichend lernen im ingenieurwissenschaftlichen Studium und die brechen ihr Studium ab in den Ingenieurwissenschaften, dann heißt es ja Versagen der Universitäten. Naja, also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich gehöre immer 2 dazu, ganz klar. Beide sind natürlich schuld. Aber ich wollte nur sagen,
Der Zusammenhang ist jetzt immer enger geworden. Und zwar nicht in der Weise normalerweise, dass man nachschaut, was waren die Eltern, sondern das geht indirekter. Das geht über die Sprache, die man spricht. Das geht über Attitüden und so weiter. Und vielleicht darf ich da nochmal eine persönliche Bemerkung machen. 10 meiner früheren Studenten, also Doktoranden und Habilitanten, sind unterdessen Professoren. Davon 7 Frauen. Einem Anteil von 12 oder 13% in Deutschland an den Lehrstuhlinhaberinnen, 7 Frauen. Und davon auch einige, die einen nicht-deutschen Hintergrund haben. Das heißt, man kann was tun. Man kann ganz gezielt Impulse setzen in diese Richtung. Das System ist nicht so, dass man dann an eine gläserne Mauer oder gläserne Decke stößt, wie es manchmal gesagt wird. Aber Sie haben schon recht, da steckt ein Riesenproblem drin. Auch bei den internationalen Bewertungen der deutschen Universitäten wurde von den Amerikanern immer gesagt, was erstaunt. Die nennen das dann Diversity Problem. Ja. Es sind immer Männer zwischen 52 und 65, die als Principal Researchers diese großen Projekte vorstellen. Keine Frauen, keine aus anderen ethnischen, kulturellen Hintergründen, auch altersmäßig keine Mischung, und das ist keine gute Entwicklung in Deutschland. Da können Sie gerne mit einer intelligenten Frauenförderung und Diversity Management an der LMU anfangen. Ja, aber zum Beispiel da ein Kaskadenmodell anzuregen, ich glaube, das würde da viel verändern. Aber bitte der Herr in der zweiten Reihe. Ja, mein Name ist Rolf Schnelle. Ich komme ursprünglich aus dem Auswärtigen Dienst. Ich bin im Augenblick Geschäftsführer des Sachverständigenrats Deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Ich bin seit 5 Jahren pensioniert und habe zuletzt als stellvertretender Leiter der Abteilung für Bildung, für Kultur, Bildung und Kommunikation mich intensiv mit diesen Themen befasst. Und mir ist eine Sache hier aufgefallen, dass die Diskussion an den Unis über die Zahl der Studierenden und nicht so sehr über die Zahl der Absolventen, die Diskrepanz zwischen den Studierenden und Absolventen sollte uns sehr zu denken geben. Wir reden von dem Problem der Abbrecher in der Schulphase. Wir müssten im Grunde genommen unser gesamtes System daraufhin durchforsten, dass wir das Potenzial der Einzelnen viel systematischer erforschen, entdecken und fördern. Aktiv, positive reinforcement. Das ist ein Aspekt, wo wir unglaublich viel Fehlallokation vermitteln. Das, die Erfahrung des Scheiterns, was überall damit verbunden ist, und dann auch noch Belastung durch hohe Zahlen, durch die sowieso eigentlich nicht zurechtkommen in diesem Umfeld. Also ich glaube, wir könnten eine unglaubliche Produktivitätssteigerung in der Entwicklung des Potenzials der Einzelnen bekommen, indem wir viel systematischer schon in den frühesten Phasen uns anschauen, wo sind die Stärken des einzelnen Jugendlichen, und damit könnten wir also mehrere Fliegen auf einen Schlag erlegen, oder nicht erlegen, erschlagen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn Frau Dr. Dorn darauf antworten würde. Vielleicht können Sie auch etwas dazu sagen, wie denn die Quote ist bei den Ausbildungen. Denn ich meine, dass dort auch etwa ein Drittel nicht den Abschluss schaffen. Und vielleicht können wir, um auch noch mal was Positives zu sagen, so ein paar zaghafte Ansätze auch noch erwähnen. Vorschläge, die in die richtige Richtung gehen, wie Projekte, beispielsweise Studienabbrecher, dann doch noch sozusagen in Ausbildungsplätze oder Stellen zu kanalisieren. Ja, gerne, wobei das klingt jetzt schon wieder so trostlos, wie Sie es formulieren, finde ich. Also die Abbrecherzahlen in der Ausbildung liegen alles ganz brutto gerechnet bei 25%. Ähnlich wie bei den Hochschulen muss man dann nochmal schauen, wie viele von denen wechseln denn bloß, entweder den Beruf zwischen diesen 350 oder auch den Betrieb, weil es vielleicht woanders besser fluppt, und dann kommt man nochmal auf die Hälfte. Das sind dann 12-13%. Das ist gar nicht so viel, aber es ist natürlich immer noch zu viel. Auch da wollen wir weiter runter. Haben da auch verschiedene Strategien, wie man das vielleicht machen könnte. Ich wollte nochmal auf den Herrn, ich habe mir Ihren Namen jetzt leider doch nicht merken können, den ersten Intervenierenden kurz zurückkommen. Herr Enesset, ich wollte noch mal den Aspekt hervorheben, dass wir in Deutschland ja
doch sehr weit offene Türen mittlerweile haben für Studierende, die aus dem Ausland kommen, die im Ausland ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Wir sind jetzt an Position 3 der Länder, wenn man auf die Kopfzahl dieser Studierenden schaut. Das finden wir wirtschaftsseitig sehr positiv. Wir denken, dass das ein sehr spannendes künftiges Fachkräftepotenzial für uns auch sein kann. Und wir sind mit der HRK, mit den Hochschulen da in einem intensiven Dialog. Wir möchten die Hochschulen stärker dafür sensibilisieren, dass sie diese Menschen nicht nur als Studierende ansprechen, sondern auch als solche, die vielleicht dann auch zunächst mal auf dem deutschen Arbeitsmarkt anfangen möchten und ihre erste Berufserfahrung sammeln. Wie das dann weitergeht, sieht man. Man kann und will ja niemanden festbinden. Aber da sehen wir viele Möglichkeiten, auch enger mit den Hochschulen und mit solchen Studierenden zusammenzuarbeiten. Was das Thema Zusammenhang, Bildungshintergrund und Bildungserfolg betrifft, das ist in Deutschland in der Tat sehr gravierend. Allerdings habe ich jetzt die alleraktuellsten PISA-Ergebnisse so wahrgenommen, dass es da ein paar günstige Indikatoren gibt, dass sich die Dinge ein bisschen aufzulösen beginnen. Und das alles, was man an den Schulen versucht, es gibt ja jetzt doch mehr Ganztagsschulen, ja. Es gibt mehr individuelle Förderung, es gibt mehr auch Zielorientierung der Schulen und Standards, an denen sie sich orientieren, dass doch vielleicht auch ein paar Dinge in die richtige Richtung laufen, auch wenn man sich immer noch mehr wünschen kann. Positiv finden wir auch, dass die Regierung, da möchte ich jetzt mal was Lobendes sagen, sich vorgenommen hat, den neuen Hochschulpakt maßgeblich an der Zahl der Absolventen der Hochschulen zu orientieren und nicht länger an den Studienanfängern. Bei uns hat sich der Verdacht breit gemacht, dass viele Hochschulen gern viele Anfänger nehmen und die dann möglichst schnell wieder rausprüfen, weil die Förderung bleibt und die lästigen Studierenden sind weg. Und das könnte sich mit so einem neuen Förderungsmodell umdrehen. Das Thema Durchlässigkeit von der beruflichen Bildung zur Hochschule ist uns ein ganz wichtiges. Die Hochschulen sollten viel mehr Angebote für beruflich Qualifizierte machen über Zertifikatslehrgänge oder auch Studiengänge, hier einen hochschulischen Baustein später in ihre Biografie einzubauen. Umgekehrt finden wir aber genauso wichtig, und das geht jetzt auch an vielen Stellen los, organisierter zwischen Verbänden, Kammern, Unternehmen auf der einen Seite und Hochschulen auf der anderen Seite auch Perspektiven für Menschen zu eröffnen, die in mehreren Hochschulsemestern, oft ja auch sogar in vielen, bis kurz vor der Prüfung eine Menge gelernt und Kompetenzen erworben haben, wie die das in eine berufliche Laufbahn auch ohne Hochschulabschluss einbringen können. Zum Beispiel auch durch stark verkürzte Zeiten bis zu einer Abschlussprüfung in einem Ausbildungsberuf oder auch indem sie auf der Fachwirte-, Fachkaufleute-, Meisterebene einen Abschluss erwerben und eine Prüfung ablegen. Da gibt es ein paar vielversprechende Projekte, und ich denke, das wird in den kommenden Jahren sehr stark in die Breite getragen werden, weil das eine Win-Win-Situation ist. Ja, ich habe das extra mal versucht, positiv zu formulieren, weil das sind ja Menschen mit vielem, was sie an den Hochschulen gelernt haben. Dann die Dame bitte, oder? Ich bin dran, glaube ich, oder? Hallo. Achso, da vorne hat sich gerade jemand gemeldet. Ja, klar. Ja. Genau, die Dame vorne. Mein Name ist Britta Ohm, ich bin ehemalige Stipendiatin auch der Böll-Stiftung und summa cum laude promoviert und arbeitslos. Und ich sage das deshalb, weil bislang, oder sagen wir mal zwischen zwei Forschungsprojekten, es sieht ganz gut aus, aber zurzeit lebe ich vom Arbeitsamt gar nicht schlecht, weil ich 2 Jahre oder 4 Jahre fast schon in der Schweiz war und die sehr gut zahlen. Aber im Nachhinein stellt sich natürlich die Frage, die hier überhaupt nicht angesprochen worden ist, was denn eigentlich Karrierewege in der Universität sind. Also was wir eigentlich als Akademiker bezeichnen, das bezeichnen wir die, die die Hochschule absolviert haben und dann in einen anderen Beruf gehen. Wir haben aber innerhalb der Akademie eine katastrophale Situation und wir haben überhaupt keine Möglichkeit, wenn wir hier die ganze Zeit von Entfaltung und eigener Berufsweg, Wahlmöglichkeiten gesprochen haben. Sie haben das richtig erwähnt, Anfang der 80er Jahre hat sich das verkehrt. Wir haben den Begriff, den bösen Begriff, der überall ist und auch zu Recht überall ist, Neoliberalismus bislang nicht genannt, aber es gibt natürlich eine Neoliberalisierung der Hochschulen in gravierendem Maße. Und Neoliberalismus kann man schon definieren in diesem Zusammenhang eben als eine massive Abnahme von Wahlmöglichkeiten und eine
eine quasi Organisierung eines organmäßigen Zusammenhanges, wo jeder seinen Platz finden soll, aber dann auch möglichst keine Kritik daran üben. Und das Problem ist tatsächlich, dass wir keine Wahl innerhalb des akademischen Systems haben, auch für Leute, die sich überlegen, will ich da eigentlich rein, will ich an der Hochschule bleiben, will ich da meinen Berufsweg finden. Wenn ich das will, kann ich nur Professor werden, das muss man sich mal vorstellen. Ich kann nichts anderes machen. Wenn ich offiziell sage, mich interessiert es nicht, Professor zu werden, weil der Professor heute, Sie werden das sicher als Erster bestätigen können, nichts anderes macht, als eine Managementfunktion auszufüllen im weitesten Sinne, also die ganze professorale Praxis darauf letztlich hinausläuft, völlig überfordert ist mit allen möglichen akademischen, nicht wirklich akademischen, sondern administrativen Zusammenhängen und Betreuungszusammenhängen und damit irgendwelchen Leuten irgendwelche kleinen Jobs für 2, 3 Monate, vielleicht ein bisschen länger oder 2 Jahre ein Forschungsprojekt hier und da zu verschaffen, dann interessiert mich das überhaupt nicht als Berufsperspektive. Ich kann aber nichts anderes machen, weil die deutsche Politik und der deutsche Staat und eine Exzellenzinitiative, die seit Jahren diesen Jargon des Wettbewerbs um die besten Köpfe, wenn ich das schon höre, kriege ich einen Anfall, vor sich herträgt, alle Jobs abgeschafft haben, die irgendeine Perspektive außerhalb der Professur im akademischen Bereich versprechen. Es gibt nichts. Es gibt keine Assistenzprofessuren, es gibt keine langfristigen Lehrberufe. Die Lehre ist zu 80% in Deutschland unbezahlt an den Hochschulen. Machen Sie sich das doch mal klar. Ich kriege für einen Lehrauftrag 400 Euro im Semester. So, okay. Und da möchte ich jetzt noch wirklich mal einhaken, was es bedeutet eigentlich in Deutschland eine Perspektive im akademischen Bereich zu haben. Okay, danke für die Frage. Ich würde sagen, weil die Zeit jetzt doch sehr drängt, würde ich jetzt noch 2, 3 andere dazu nehmen und dann erwarten wir noch die Antworten. Der Herr da hinten hatte sich, zuerst die Dame hier vorne und dann der Herr da hinten mit der Brille. Okay. Lena Ulbricht. Aktuelle Stipendiatin, ich promoviere am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung mit freundlicher Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung zur Durchlässigkeit zwischen der beruflichen und der hochschulischen Bildung und hätte eine Frage, erst einen kleinen Kommentar vielleicht noch. Ich habe vor einigen Jahren mal ein paar Monate bei der OECD gearbeitet und musste jetzt ein paar Mal schmunzeln. Ich denke, man würde sich dort sehr freuen, wenn man feststellt, welche Bedeutung einem für die Bildungspolitik in Deutschland zugesprochen wird, zumindest hier auf dem Podium. Zumindest von Ihnen. Meine Beobachtung auch aus meiner Forschung heraus ist die, dass die Empfehlung der OECD natürlich von allen bildungspolitischen Akteuren in Deutschland wahrgenommen werden, aber natürlich je nachdem, ob man sie gebrauchen kann, auch verwendet werden, aufgegriffen werden, zum Teil auch mit ganz anderen Interessen. Aber das ist nur ein kleiner Kommentar. Meine Frage richtet sich auch an Sie, Herr Professor Niederrümelin, und zwar ist mir noch nicht ganz klar geworden, welches Bildungsmodell Ihnen vorschwebt. Und zwar sagten Sie, Sie wünschen sich 2 gleichwertige Wege, viele gleichwertige Wege, die nebeneinander stehen und gleichzeitig haben Sie sich auch etwas kritisch über den deutschen Qualifikationsrahmen geäußert. Aber der deutsche Qualifikationsrahmen ist ja eine Ableitung oder eine Anwendung des europäischen Qualifikationsrahmens für das deutsche Bildungssystem. Und da wollte ich gerne noch mal eine Rückfrage zu stellen, denn der deutsche Qualifikationsrahmen hat ja sich zum Ziel gemacht, Abschlüsse vergleichbar zu machen. Nicht zu werten, zumindest nicht im Vergleich berufliche gegen allgemeine Bildung. Diese Stufen haben natürlich einen gewissen Sinn in dem Sinne, dass man sagt, man muss irgendwo Kriterien ansetzen, aber man hat ja explizit nicht die Dauer genommen, die man in einem oder anderen Bildungsgang verbringt, sondern Lernergebnisse versucht zu skizzieren. Und da wäre meine Frage an Sie, wie kann man über Bildungswege sprechen, die gleichwertig sind, ohne sie in irgendeiner Form vergleichbar zu machen? Ja, Bär mein Name. Ich halte mich eigentlich für bodenständig, habe am Leben was gelernt. Ich wollte wissen, politische Praxis, politische Theorie, das wollte ich getrennt haben. Zu Beginn politische Praxis,
Ich habe verstanden, dass hier wieder zwei Akteure sich auf dem Podium gegenüber saßen, die auf der einen Seite die akademische Laufbahn präferieren und die andere Seite, die Berufsausbildung präferieren. Am Ende sind sie doch nur wieder in den Finanzen gelandet und haschen dann ihr Geld, wo ich dann sage, höre ich ja schon seit 20 Jahren, gibt es nichts anderes. Meine Frage ist jetzt eine andere, weil ich Politik verstehen will. Ist es richtig, dass jeder dritte Weg Ihnen allen beiden sehr gelegen kommt, weil Sie ihn brauchen, den dritten Weg, weil Sie sich davon die neuen Erkenntnisse herausholen, um an Ihren eigenen Interessen oder Positionen weiterzuarbeiten und die neuen Wege suchen, weil Sie sich ständig neu aus Ihren Sackgassen rausrappeln, um somit wieder sozusagen Ihre neue Stellung wieder zu definieren? Ist das so richtig zu verstehen? Und andersrum, ist es nicht mehr möglich, Politik im Sinne von losgelöst von den bestehenden Positionen tatsächlich voll auf Konzentration des dritten Weges seinen Fokus zu setzen und das öffentlich durchzusetzen? Ist das zu radikal? Ich will es nur deswegen sagen, weil wenn ich weiß, was ich in den letzten 3 Jahren über die Neurologen und Kognitionswissenschaften erfahren habe, wie früh man schon aufspüren kann, wann Überforderungen auftreten und b, wann durch falsche Lernmethoden sogar Krankheiten erzeugt werden, dass ich mir dann sage, ich glaube, da müssen sich alle noch auf die Hinterbeine stellen, wenn das öffentlich gemacht wird. Und dann zur zweiten Sache ist zur politischen Theorie. Da helfen Sie mir mal aus einem anderen Problem heraus, wie kriegt man das aus der Welt geschafft? Es laufen ja hier immer noch, wie soll ich das sagen, also Befürworter der Politik vor 80 Jahren herum, die orientierungslose Jugend in Europa tatsächlich mit Arbeit therapieren wollen. Sprich, Stichwort Jugendarbeitslosigkeit. Was ja schon an sich, die Person, die das ausmelden, möchte ich sagen, die müsste man auf eine Liste schreiben, Täter für den aktuellen Holocaust. Also wir müssen doch sicher werden. Aus Solidarität zu den anderen, die vielleicht auch noch Fragen stellen wollen, ja, würde ich weiß. Sie bitten, jetzt zum Ende zu kommen. Ich bin kürzer kommen. Als alle Vorredner, entschuldigen Sie, ich bin hier schon auf dem Punkt. Also meine Frage ist nur, also wie schafft man diesen 80 Jahre alten pädagogischen, weiß ich nicht, Weg aus der Welt zu schaffen, zum Beispiel wie dieses Wort, nur dieses simple Wort, Jugendarbeitslosigkeit in Europa abbauen durch mehr, um die Dynamik der Wirtschaft in Europa voranzutreiben. Diese Schlussfolgerung gefällt mir nicht. Wie kriegt man das aus der Welt? Weil es immer nur Leute aussprechen, die nichts über die letzten 80 Jahre der deutschen Geschichte gelernt haben. Aber Entschuldigung, doch nicht diejenigen auf dem Podium. Also ich glaube, wir haben jetzt 2 Fragen und eine halbe letzte. Also ich glaube nicht, dass das eine wirkliche Frage war. Wenn aber jemand antworten mag... So, wir hatten ja 2 konkrete Fragen und die erste war auf jeden Fall an Herrn Niederrümelin gerichtet, die zweite möglicherweise auch. Dann haben Sie das Wort. Also, ich meine, wir können auch in einer anderen Reihenfolge jetzt vorgehen, aber ich würde gerne auf die 2 Fragen kurz eingehen. Also das eine ist, es betrifft natürlich, Sie sind natürlich bewusst nur einen relativ kleinen Sektor des Arbeitsmarktes, aber trotzdem nicht unwichtig und für Sie natürlich jetzt besonders wichtig. Und was Sie gesagt haben, ist völlig zutreffend. Es ist auch ganz ungewöhnlich, dass über 70% aller derjenigen, die an der Universität tätig sind, auf befristeten Stellen sitzen. Über 70%. Es gibt übrigens auch einen politisch unkorrekten Zusammenhang zwischen unbefristeter Beschäftigung und Kinderlosigkeit. Der ist an der Universität Jena genauer untersucht worden. Der ist sehr eindeutig. Also das muss dringend behoben werden. Und man kann sagen, der Bologna-Prozess ist zum Teil auch deswegen in vielen Zielen gescheitert. Mobilität, Abbrecherquote sind 2 Beispiele, weil die Bildungspolitik nicht das geliefert hat, was notwendig gewesen wäre, nämlich einen Mittelbau, der diese völlig neue Situation, in vielen Fächern sind die berühmten Kontaktzeiten, so nennt man das, müssen Sie mal vorstellen, Kontaktzeiten zwischen Studierenden und Lehrenden, Kontaktzeiten, haben sich verzweifacht oder verdreifacht.
ohne dass sich das Personal ausgeweitet hat. Und die Folge ist, dass das mit Lehraufträgen 400, 600, manchmal 1000 Euro pro Semester, pro halben Jahr, dann irgendwie abgefangen wird. Und es kann nicht funktionieren. Bin ich völlig Ihrer Meinung. Ja. Ja. Also es war in der Arbeitsgruppe, ich habe ja sogar für den Bereich Kultur in Koalitionsverhandlungen teilgenommen, wohl wissend, dass ich jedenfalls dieses Engagement so nicht fortsetzen will. Das war ja auch nur auf 4 Jahre befristet aus meiner Sicht. Und dort weiß ich, dass immerhin die Frage Bildungspolitik in Kooperation Bund-Länder, kooperativer Kulturföderalismus und auch Gegensteuern gegen diese Fehlentwicklung eine wichtige Rolle gespielt hat. Aber in dem Punkt konnten sich die beiden eben nicht einigen. Ja, das muss man so sagen. Das ist jetzt nicht eine gemeinsame Position, sondern das war eine unterschiedliche Position und deswegen bleibt es vermutlich beim Status quo ante. Ja. Nee, gerade nicht. Ja, kritisch, okay. Also, ja. Ja. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich ein eigenes Thema für einen weiteren Abend der Heinrich-Böll-Stiftung. Und dann, deswegen sage ich jetzt da nichts, wir können ja bilateral noch ein bisschen drüber sprechen. Vielen teile ich das nicht in jeder Hinsicht. Gut, OECD, da bin ich darf. OECD, würde ich gerne mal sagen. Formulieren wir es mal so, es gibt gegenwärtig Rückzugsgefechte, sowohl bei der OECD wie bei denen, die sich jetzt jahrelang auf diese Studien gestützt haben, weil sie sagen, hoppla, vielleicht ist doch irgendwas schief. Jahrelang war die herrschende Bildungsideologie die, Deutschland muss aufholen. Ich kann x Dokumente heranziehen, wenn Sie wollen, auch Bundesbildungsberichte. Deutschland muss aufholen. Deutschland hängt zurück. Deutschland hat nicht die Quote durchschnittlich OECD und so weiter und so weiter. Das ist von allen wiederholt worden bis zum nicht geht nicht mehr. Und dann hat man gesagt, hoppla, OECD hat selber auch dazu selber durch andere Studien beigetragen. Wie ist es denn mit der Jugendarbeitslosigkeit in Europa? Man hat festgestellt, Sakrament, die ist gerade dort so besonders niedrig, wo die Akademikerquote niedrig ist. Kann das eigentlich sein? Hängt das vielleicht mit dem dualen System zusammen? Großbritannien hat die doppelte Akademikerquote und die doppelte Jugendarbeitslosigkeit. Das südliche Italien hat eine höhere Akademikerquote als der Norden. Nein, nein, Moment, das ist aber jetzt eine Erkenntnis, die in der OECD auf einmal Platz gegriffen hat und die OECD hat jetzt erstmalig gesagt, ja, das ist vielleicht ein Modell, was in manchen, das tut Ihnen weh, weiß ich, in manchen Bereichen Europas wünschenswert wäre. Jetzt Moment. Strukturen sich angucken, ja. Und ob es Tarifpartnerschaft gibt, es in diesem... Ja, ja. Das ist jetzt aber so ein bisschen... Er ist ja jetzt gar nicht beim Wort, eigentlich bin ja, ich... Darf ich noch das Argument zu Ende dann bringen? Darf ich nicht unterbrechen. Und dann sind Sie ja dran. Und die... Interessante Frage, die Sie angeschlossen haben an diese Rolle. Also ich finde es ja erfreulich, dass sowohl jetzt das dort differenzierter gesehen wird, als auch seit einiger Zeit in der deutschen Bildungsdebatte. Das ist ein wesentlicher Fortschritt und das stimmt zuversichtlich. Und jetzt ist die sehr schwierige Frage, hat dieses andere Paradigma von Bildung, für das ich jetzt hier nur ganz kurz plädieren konnte, aber hat man nicht Zeit dazu, hat das eine Chance oder hat das keine Chance? Insofern... Nicht jetzt so. Also insofern ist dieser europäische Qualifikationsrahmen ambivalent. Er hat den großen Vorzug, den Frau Dorn auch genannt hat, dass nicht mehr eine Hierarchie zwischen akademischer und nicht akademischer Bildungsweg drin ist. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist, dass dieses Modell genau das nochmal exemplifiziert, gegen das ich angehe. Nämlich das Bildungssystem als Selektionsinstrument der Zuweisung, wenn auch sehr kleinteilig, nicht mehr in 3 Bereiche wie das traditionelle 3-gliedrige Schulwesen, sondern jetzt also in eine Vielzahl von kleinen Stufigkeiten, die sich auch im öffentlichen Dienst in Bezahlungsmustern niederschlagen. Und das kritisiere ich.
gebe zu, das ist ein eigenes Thema, es klingt utopisch. Einer, der mich interviewt hat zu dem Buch, da ursprünglich, als wir es vorgestellt haben, hat zu mir gesagt, Sie reden doch immer so moderat und gelassen. Und auf einmal entdecke ich, ich weiß nicht auf welcher Seite, diesen ungeheuerlichen Satz, Bildung soll nicht als Selektionssystem funktionieren. Ja, aber das ist der Kern einer Philosophie humaner Bildung. Wenn man den Kindern mit 7 Jahren schon klar macht, hör mal, du bist hier in einer Rats Race, du musst schaffen, du musst den Übertritt schaffen, in Bayern noch mal ein bisschen extremer als in Berlin, sonst bist du ausgesiebt, dann ist es inhuman, von Anfang an inhuman. Das vorgezogene Abitur mit 9 Jahren ist fundamental inhuman. So kann man nicht mit kleinen Kindern umgehen. Und deswegen, und das hängt eng mit dieser Ideologie der Selektion zusammen. Und noch einen Satz zum Schluss, weil so mehr mathematische Aspekte sind sehr schwierig öffentlich zu vermitteln, aber jetzt im kleinen Rahmen vielleicht doch. Es gibt ja das wunderbar naive Argument, solange die Akademiker mehr verdienen als die Nicht-Akademiker, ist es sinnvoll, den Akademikerbereich auszuweiten, weil dann verdienen natürlich mehr. Mehr als vorher. Mit Verlaub, das ist ein schlichter mathematischer Denkfehler. Wenn wir Architekten ausbilden, die nicht mehr tätig sein können als Architekten, verdienen die immer noch mehr als die technischen Zeichner. Aber die technischen Zeichner, die heute nicht mehr das machen können, was sie früher machen konnten, weil heute Architekten diese Jobs übernehmen, die sind auf dem Wege des Abstiegs. Wenn in Münchner Friseurläden Lehrlinge, ich könnte Ihnen welche nennen, nur noch aufgenommen werden, wenn sie Abitur haben, dann heißt das für den, der betroffen ist, natürlich ein Vorteil. Aber für den, der nicht mehr in der Stadt einen gut bezahlten, vielleicht Job bei einem Friseurladen haben kann, ist das ein Abstieg. Das heißt, dieses Argument gehört längst eingemottet, obwohl es permanent wiederholt wird, weil das mathematischer Unfug ist. Ja? So kann man nicht mit so sensiblen Themen wie Bildungsentwicklung umgehen. Herr Gehring. Es war jetzt sehr viel Stoff. Ich würde sagen, Deutschland muss weiterhin aufholen, vor allem wenn es um die Frage von Bildungsgerechtigkeit geht. Ich glaube, dass soziale Herkunft so sehr bei dem Bildungserfolg immer noch in Deutschland entscheidet, ist der große Skandal und die Achillesferse unseres Bildungssystems. Insofern treffen wir uns immer an dem Punkt, man muss die Selektionsmechanismen beiseite räumen und man muss dafür sorgen, dass möglichst viele eine möglichst gute Bildung bekommen können und dass das auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit einer Humanisierung unseres Bildungssystems, da sind wir d'accord. Ich glaube nur trotzdem, da müssen wir nochmal sehr konkret drüber reden, wo drin besteht jetzt der Wahn oder wie wollen Sie sozusagen dazu beitragen, dass es jetzt weniger Studienanfänger gibt. Ich glaube, wir müssen wirklich mal gucken, dass wir das Thema Bildungsabbrüche dann auch in den Vordergrund stellen, zu sagen, es ist ein Skandal, dass knapp 7% die Schule abbrechen, dass zwischen 20% und 25% Studium wie Ausbildung abbrechen, dann durchaus noch was anderes tun, auch eine andere Ausbildung, anderes Studium oder irgendwie in den Arbeitsmarkt münden, aber dass wir uns um diese Gruppen verstärkt kümmern und vieles, was hier angesprochen wurde, zum Beispiel die Karrierewege des wissenschaftlichen Nachwuchses, das sind schon auch Fehlsteuerungen in der Politik. Und wenn jetzt sozusagen darüber diskutiert wird, wie richten wir eigentlich die neuen Wissenschaftspakte aus, da muss die Zukunft des wissenschaftlichen Nachwuchses und klar planbarer Karriereperspektiven da eine große Rolle drin spielen, weil das was mit der Planbarkeit der Finanzierung unserer Hochschulen zu tun hat. Im Übrigen, ich glaube, ich sehe schon die nächste Debatte kommen, wenn sich das durchsetzt, was jetzt sich andeutet, dass beim Hochschulpakt am Ende die Absolventen prämiert werden. Dann werden wir uns wahrscheinlich in 5 Jahren hier wieder treffen und diskutieren, oh, was für ein Qualitätsverlust bei den Akademikerinnen und Akademikern. Im Moment haben wir teilweise die perverse Logik aufgrund völlig überfüllter Hörsäle schnell rausprüfen. Dann haben wir womöglich die Logik oder die Debatte, oh, werden jetzt alle durchgeschleppt. Also dann ist man wieder in so einer Qualitätsdebatte, die auch ein Stück weit elitär ist. Ich finde, wir müssen alle zu einem guten Abschluss führen
Und wir müssen in Deutschland vor allem dafür Sorge tragen, dass wir kein Bildungskastensystem bleiben. Und da ist die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung unheimlich wichtig. Und das eben nicht nur in der Theorie, sondern zunehmend in der Praxis. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar Ansätze, DQR, EQR, mit denen das in der Perspektive gelingen kann. Gut, dann würde ich, wenn jetzt keine ganz dringende Frage mehr da ist, sehe ich jedenfalls auch nicht, dann würde ich Frau Dr. Dorn gerne noch auch die Gelegenheit geben zu einem Schlusswort. Das finde ich toll, ich darf anfangen und aufhören, ja. Ja, ich denke, wir brauchen in Deutschland Hochschulen, die bereit sind, aber auch die Rahmenbedingungen haben, sich auf eine gute Ausbildung des akademisch gebildeten Nachwuchses zu konzentrieren, die sich das auch zu eigen machen. Ich glaube, wir haben zu wenig über das besondere Profil und die Chancen, die sich hier seitens der Fachhochschulen bieten, geredet. Aber das können wir vielleicht bei anderer Gelegenheit noch nachholen. Auf der anderen Seite brauchen wir eine Berufsausbildung, die sich zur Hochschule hin öffnet. Und wir brauchen überhaupt mehr Durchlässigkeit und wir müssen raus aus dieser Kiste, Herr Niederrübeling, das sage ich auch zu Ihnen ganz persönlich, es ist nicht Niederrübeling gegen die OECD, es ist nicht die Hochschule gegen die Berufsbildung. Ich habe die bildungspolitische Diskussion auch in den vergangenen 10 Jahren in Deutschland nicht so wahrgenommen. Die OECD-Thesen und Forderungen sind immer total umstritten gewesen, das ist hin und her gegangen. Wir haben schon vor 5 Jahren die Leute bei uns im Ausschuss gehabt und die hochnotpeinlich gefragt seitens der Wirtschaft. Wir haben Briefe geschrieben, das war halt eine bestimmte Sichtweise von dort, die sich jetzt ein Stück weit relativiert und da sind wir sehr froh. Ich denke, wir müssen raus aus dem Polarisierungswahn, wir müssen sehen, dass wir beide Seiten des Bildungssystems gut weiterentwickeln und Politik, Wirtschaft und Wissenschaft können da eigentlich gut zusammenarbeiten. Gut, aber wenn Herr Niederrümelin nicht polarisiert hätte, säßen wir nicht hier und insofern, das ist jetzt mein Schlusssatz, bevor ich noch 3 Hinweise seitens der Böll-Stiftung gerne loswerden möchte und Sie herzlich bitte oder einlade, beziehungsweise die Böll-Stiftung tut das natürlich, sich noch am Wein und an Brezeln unten im Erdgeschoss zu laben und vielleicht auch noch ein bisschen weiter zu sprechen. Zweitens gibt es einen Stand der Buchhandlung Vorwärts, ich glaube da draußen, da gibt es übrigens auch das Buch, das neue Buch von Professor Niederrübelin, er ist, glaube ich, auch bereit, es zu signieren, ist noch einen Moment da und sicherlich oder möglicherweise sind alle 3 Podiumsteilnehmer auch noch einen Moment da, um noch ein bisschen weiter zu sprechen. Und es ist klar, dass wir viele Aspekte überhaupt nicht angesprochen haben. Ich hatte viel mehr Fragen, aber es war natürlich kein Interview, sondern wie ich finde, eine sehr muntere Diskussion. Beispielsweise das Thema duales Studium haben wir gar nicht angesprochen. Aber sei es drum. Noch ein drittes bleibt zu sagen, es gibt Evaluationsbögen, die Sie möglichst ausfüllen sollten. Jedenfalls ist das der Wunsch der Böll-Stiftung. Wo die sich befinden, habe ich leider bei dem Bücherstand signiert werden. Also einen schönen Abend noch. Vielen Dank für die guten Fragen, die tolle Diskussion und alles Gute. Kurz hinzufügen, auf dem Evaluationsbogen gibt es auch die Möglichkeit, Themen vorzuschlagen, die für kommende Hochschuldebatten sozusagen aus Ihrer Sicht geeignet wären. Die nächste wird übrigens aller Wahrscheinlichkeit nach zum Thema familienfreundliche Hochschule gehen, was ja heute auch schon angeklungen ist. So viel als Information einfach vorweg. Danke sehr.